Ja-Stimmen auf der rechten Seite 312, die Nein-Stimmen auf der linken Seite 311. Die Ja-Stimmen gewinnen. Türen bitte wieder öffnen. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Ich möchte kurz auf das eingehen, was der geschätzte Kollege gesagt hat. Kleinen Moment. Unter den Bestimmungen hier, was die Anträge im Unterhaus angeht, werden Änderungsanträge zu solchen Gesetzentwürfen hier angenommen werden können von den Mitarbeitern des Hauses, und zwar bis um 18.15 Uhr englischer Zeit heute möglich, hier auch über die Website des Parlaments bis 7 Uhr Ortszeit, und zwar bis zu Beginn des Verfahrens in den Ausschüssen. Falls nötig, wird eine aktualisierte Liste der Änderungen später in den Ausschüssen ausliegen. Zugunsten aller Beteiligten möchte ich Sie alle auffordern, Ihre Änderungsanträge so bald wie möglich einzureichen. Der Vorsitzende hier wird da die Gruppierung zulassen für solche Änderungsanträge, und dieses Vorauswahlverfahren per Liste wird im Wahlbüro und auf Seite der Fraktionsführer im Parlament zur Verfügung stehen, bevor es in die Ausschüsse weitergeleitet wird. Antrag zur Geschäftsordnung, Sir William Cash. Mr. Speaker, was die Money Resolution angeht, die hier mit eingereicht wurde mit diesem Gesetzentwurf, falls zum Beispiel im Rahmen des Gesetzes das dazu führen würde, dass es eine deutlich längere Verschiebung des Brexit gibt, die Menge an Zeit und Geld könnte bis zu 36 Milliarden Pfund betragen, die das Vereinigte Königreich dann zusätzlich zahlen müsste. 50 Abgeordnete und noch weitere haben in meinem Namen bereits schriftlich geäußert, dass ein solcher Beschluss nur wirklich gefällt werden würde, hier gemäß der Unterhausregeln. Und das stellt ja die Frage an den Ausschuss selber, ob es einen solchen finanz- und budgetbezogenen Antrag geben sollte. Ich möchte Sie bitten oder fragen, was da aus Ihrer Sicht die Schlussfolgerung wäre. Könnten wir das entsprechend an die Ausschüsse weiterleiten? Denn das ist aus meiner Sicht persönlich völlig inakzeptabel, dass das so, wie es gerade vorgesehen ist, entschieden wird außerhalb der Ausschüsse. Ich gehe da gleich noch dran, aber Frau Helen Goodman hat auch noch was zu sagen. Vielen herzlichen Dank, Mr. Speaker. Was den Antrag zur Geschäftsordnung angeht, möchte ich sagen, die Annahme, dass dieses Gesetz 36 Milliarden Pfund kosten könnte, ist ja sehr kontrovers. Man könnte auch argumentieren, dass das Ausscheiden ohne Austrittsabkommen mindestens genauso viel kostet oder sogar mehr. In einem solchen Fall erscheint es mir, dass was bis hierher passiert ist, und da waren sich alle einig, dass das bisher absolut ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Ich möchte da jetzt gar nicht mich in Zahlen verstricken, was das jetzt kostet oder nicht. Aber als Teil eines solchen Ausschusses hier ist es doch ganz klar, dass wenn wir uns in solchen Situationen befinden, dass das wirklich tatsächlich erst im Verfahrensausschuss geregelt werden sollte, denn sonst hat dieser Ausschuss ja keine Existenzberechtigung. Ja, kleinen Moment, ich werde mich gleich dazu äußern. Noch ein weiterer Antrag zur Geschäftsordnung, Mrs. Aidan Goodman. Ich bin ebenfalls Teil dieses Ausschusses, Mr. Speaker, und wir hatten da ja im Ausschuss schon drüber gesprochen, wo mein Kollege übrigens nicht anwesend war. Volltreffer. Also, meine Damen und Herren, es ist nicht die Aufgabe des Vorsitzes, hier ein Urteil zu fällen über die Tatsache, wer wann in welchem Ausschuss zugegen war oder nicht. Also habe ich das nun zu Gehör genommen, hier von Stone, Bishop und Auckland jeweils Anträge zur Geschäftsordnung eingereicht wurden. Wir haben das jetzt so vernommen. Wenn es da weitere, keine... Ah ja, es gibt weitere. Na gut, bitteschön.
Vielen herzlichen Dank, Mr. Speaker. Da geht's um ein anderes Thema. Ja, nein, dann bitte nur zu diesem Thema jetzt. Lassen Sie uns das doch ordnungsgemäß durchführen, wenn es keine anderen Anträge zur Geschäftsordnung gibt. Doch, da gibt es einen. Bitte schön, sehr geehrter Herr Kollege, Mr. Jacob Rees-Mogg. Vielen herzlichen Dank, Mr. Speaker. Ich glaube, dass diese Angelegenheit doch sehr spät eingereicht würde, denn wir haben diese Anträge zum Thema Budget und Finanzen ja erst im Ausschuss und da liegt dann gar nicht der zeitliche Umfang vor, den wir haben. Also da müsste doch nochmal eine zweite Lesung stattfinden. Ist das nicht korrekt? Ja, das ist richtig. Aber es gibt hier kein automatisches Hindernis, dass wir das jetzt, oder was dagegen spricht, dass wir das jetzt besprechen. Und ich denke, dass die beratenden Gespräche mit den entscheidenden Mitgliedern, wie dem Kollegen aus Stone, vielleicht zugunsten des Hauses stattfinden sollten, damit das Unterhaus in voller Gänze damit beteiligt würde. Und das möchte ich jetzt eben entsprechend hier auch anraten, sodass der geschätzte Kollege aus Stone da vielleicht noch weitere Anträge oder weitere Zusätze zu hat, dann lässt sich das in zweiter Lesung natürlich einreichen. Das ist nicht gegenseitig ausschließend, aber ich bin mir sicher, dass der geschätzte Kollege zustimmen würde, dass wir eine Debatte über eine zweite Lesung jetzt noch unterbrechen sollten, um auf diesen Punkt einzugehen. Das wäre doch sehr unangebracht, so vorzugehen. Ich glaube, es ist besser, dass wir uns jetzt um die Angelegenheit kümmern, bevor wir uns einer zweiten Lesung widmen. Ich habe das also zu Gehör genommen und ich respektiere das, aber ich glaube nicht, dass das abschließend zielführend ist. Na gut, ein weiterer Antrag zur Geschäftsordnung. Darf ich Sie da um Ihren Rat bitten? Viele, die diese Debatte haben wollten, die wir jetzt gleich haben werden, haben argumentiert, dass das Mandat, und Mr. Speaker, ich versuche ja, hier zum Punkt zu kommen, dass das Mandat, das in einem Referendum abgegeben wurde, nicht ausreichend war. Es wird auch argumentiert, dass dieser 4% Unterschied zwischen Ja- und Nein-Stimmen nicht ausreichend war. Könnten Sie mir da helfen? Ist es da tatsächlich möglich zu sagen, wie kann es sein, dass wir gerade mit einer Stimme Mehrheit abgestimmt haben? Ja, im Unterhaus ist das ganz anders. Das hat nichts damit zu tun, wie das mit den Zahlen für oder gegen irgendeinen Antrag ist, sowohl in einer Volksabstimmung oder in einer Neuwahl. Und ich möchte Ihnen da, möchte Sie da ganz höflich darauf hinweisen, Sie sind ja auch ein sehr geschätzter Kollege hier im Unterhaus, dass das, was vielleicht von einigen Leuten gedacht werden könnte, das sei doch sehr ein guter Punkt, um das in einer Kampagne polemisch darzustellen, aber ich bin mir da sicher, dass Sie mir da zustimmen, dass das hier, was die Verfahrensweisen im Haus angeht, hier im Unterhaus, dass Sie da genau meiner Meinung wären, dass das hier eine ganz andere Angelegenheit ist, oder? Sie haben da einen wichtigen Punkt angeklagt, aber der ist nicht wirklich verfahrenstechnisch relevant. Und das sollte nicht unhöflich gemeint sein. Nein, nein, der Kollege hat gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kollege schon Besseres als diese Zahlen gesehen und gehört hat, denn Sie sind ja auch ein außerordentlich gebildeter Abgeordneter in diesem Hohen Hause. Wenn es keine weiteren Anträge zur Geschäftsordnung gibt, möchte ich jetzt, das wurde mir gesagt, keine weiteren Punkte angeraten werden für den Hauptantrag des Unterhauses. Hat, wie der Kollege aus Stone weiß, ist die Ansicht des entsprechenden Hausmitarbeiters, dass keine finanziellen Beschlüsse zu einem solchen Gesetzantrag nötig sind für den Antrag, den die Kollegin Yvette Cooper eingereicht hat, im Rahmen eines solchen Gesetzentwurfs, falls umgesetzt, muss die Premierministerin den Antrag zustimmen bezüglich Artikel 50 unter Abschnitt 3 mit dem Austrittsabkommen der Europäischen Union. Da wird die Premierministerin aufgefordert, dass eben hier im Parlament darüber debattiert wird und dass eine Erweiterung oder ein Aufschub dieser Austrittsperiode nur eintreten könnte, wenn die 27 EU-Staaten einheitlich beschließen, dass eine solche Verlängerung gewährt würde im Vereinigten Königreich. Und da so etwas eben nicht im Rahmen eines solchen Austrittsabkommens seitens der 27 EU-Staaten beschlossen wurde, im Fall Miller beispielsweise, möchte ich abschließend feststellen, dass es eben hier keine große Mehrheit bedurfte für die Handlung der Premierministerin in Bezug auf diesen Antrag, dass es eben nicht nötig ist, dass hier wiederum für diesen Gesetz
Entwurf im Jahre 2019 kein entsprechend überparteilicher Konsens erforderlich sei. Ich weiß, dass es Kollegen und Kolleginnen hier gibt, dass die Aufschiebung oder die Verschiebung des Zeitraums im Rahmen des Artikel 50, und das hätte dann natürlich entsprechende Auswirkungen, sowohl finanziell auch an unsere Steuern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben hier entsprechend angemahnt wurde, dass am 11. September 2017 beschlossen wurde, in Punkt, beziehungsweise bezogen auf diesen Punkt, dass eben in den Abschnitten 20 und Unterabschnitten 3 und 20 hier in der entsprechenden, im entsprechenden Gesetzentwurf den das Austrittsdatum aufzuschieben, um eben entsprechend der abgeschlossenen Verträge mit der Europäischen Union zu handeln. Und das wurde ja gezeigt oder ist dargelegt im Abschnitt des Austrittsabkommens über das Austrittsdatum. Das kennen Sie ja bestimmt. Und das wurde ja am 25. März hier vorgebracht und am 27. so zugestimmt. Ich entschließe oder entscheide, dass eben das, der Gesetzentwurf Nummer 5 von Yvette Cooper nicht eine solche Money Resolution bedarf. Ruhe bitte. Bitte. Ich habe, so gut ich kann, auf Ihre Fragen geantwortet, aber ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen und das wurde auch wohl überlegt getan. Und das lässt sich entsprechend nicht noch länger in die Debatte hineinziehen. Wir müssen jetzt mit unserer Geschäftsordnung voranschreiten. Und mein geschätzter Kollege hier wird jetzt eben hier die heutigen Orders vorlesen. Zweite Lesung für den Gesetzentwurf Nummer 5. Ich rufe daher die geschätzte Kollegin aus Normanton, Pontefract und Castleford, Yvette Cooper, die den Gesetzentwurf eingebracht hat. Bitte schön. Herr Speaker, ich möchte jetzt um eine zweite Lesung dieses Antrags bitten. Ich möchte zuerst darauf eingehen, was die Premierministerin gestern gesagt hat. Sie meinte, dass es schwere Zeiten für uns alle sind, dass hier auf beiden Seiten hohe Wellen geschlagen werden. Wir sind alle unter Druck und das schadet auch unserer Politik. Ich denke, uns ist allen klar, worum es hier geht und was auf dem Spiel steht. Die Bemühungen, die die Parlamentarier auf beiden Seiten des Hauses hier einbringen und die unterschiedlichen Meinungen, sind natürlich nur darauf abgezielt, dass wir das Richtige tun. Egal, welche Ansicht man oder Meinung man jetzt zum Brexit hat, man will nur das Richtige tun für unser Land, für die jeweiligen Wahlkreise. Der Ton in den Debatten, die wir hatten, war immer respektvoll. Ich hoffe, das können wir auch weiterhin heute Nachmittag in der Debatte beibehalten. Wir haben diesen Gesetzentwurf als parteiübergreifenden eingebracht. Wir wollten einen No-Deal am 12. April verhindern und damit auch verhindern, welchen Schaden ein solcher No-Deal unseren Wahlkreisen bringen würde. Wir haben hier auch unsere nationalen Sicherheitsberater mit eingebracht und es ist klar, dass No-Deal unser Land unsicherer machen würde. Das Kabinett hat eine Verantwortung, dass es diesen Ratschlag zu beherzigen. Wir verstehen, dass das Kabinett gewarnt wurde, dass Nahrungsmittel um 10% teurer würden, wenn es keinen Deal gibt. Ich bin deshalb froh, dass Sie sich das angehört haben, diesen Rat beherzigt haben, denn das würde natürlich für besonders viele Familien im Land Folgen haben. Vielen Dank für diesen Beitrag, auch für den Tonfall dieses Beitrags. Eine Frage. Für die, die wollten, dass nochmal überprüft wird, unsere Entscheidung, die Union zu verlassen, die möchte ich fragen, warum muss jetzt dieser Austritt überhaupt nochmal debattiert werden, wenn so viele Menschen glauben, dass wir die EU verlassen sollten? So? Und warum muss hier nochmal geprüft werden? Wir haben darüber schon ein paar Stunden debattiert. Das stimmt. Wir haben natürlich hier einen sehr knappen Zeitplan.
für den Gesetzentwurf auch allgemein in Anbetracht dessen, dass der 12. April so nah ist und die EU einen Gipfel abhalten wird. Am Anfang unserer Debatten hätte ich niemals gedacht, dass wir uns in einer Situation befinden würden, dass wir 9 Tage vor dem Austrittsdatum nicht wissen, was passieren wird. Das ist natürlich besorgniserregend. Das schürt Ängste für Unternehmen, für Familien in unserem Land. Der Schaden, den ein No-Deal-Austritt verursachen würde, zeigt auf, dass wir wirklich eine Verantwortung haben, dies abzuwenden. Danke, dass ich sprechen darf. Wäre es nicht besser, wenn wir das einfach nur an einem Tag machen, diese Überprüfung? Es wäre natürlich besser gewesen, wenn wir noch länger am Montag darüber gesprochen haben, aber jetzt sind wir da, wo wir sind. Ich denke, heute geht es jetzt darum, dass wir sicherstellen, dass wir debattieren können über dieses No-Deal-Szenario. Vielen Dank. Ich habe sehr großen Respekt dafür, was heute hier versucht wurde. Aber es ist nicht der Fall, dass eine unserer Aufgaben in diesem Haus, das wurde gerade auch erwähnt, ist, für unsere Ideologie zu kämpfen, für unseren Glauben einzustehen, für das, was wir wollen. Das ist eine der seltenen Gelegenheiten, zu denen es angebracht ist für uns, dass wir dafür einstehen, was richtig für das Land ist, nicht was wir denken, was richtig wäre. Wir müssen hier Kompromisse eingehen. Wir müssen uns irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Ich stimme dem voll und ganz zu. Ich war zuerst gegen einen parteiübergreifenden Ausschuss und habe dann nach den Wahlen das Gleiche nochmal vorgebracht, weil ich damals schon dachte, dass das uns zu einem Stillstand bringt. Ich bin also ganz Ihrer Meinung. Wir wären gar nicht in dieser Situation, wenn die Premierministerin nicht die Zeit so gesteckt hätte, wie sie es hat. Wenn die Premierministerin vielleicht früher das Haus mit einbezogen hätte, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Wir haben versucht, innerhalb von ein paar wenigen Tagen einen Konsensprozess, der eigentlich 2 Jahre hätte dauern sollen, abzuhandeln. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt sicherstellen, dass wir versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und hier nicht einfach von einer Klippe fallen. Wir dürfen keinen Schaden anrichten für unsere Wahlkreise, für unsere Wähler. Vielen Dank. Ich möchte hier daran erinnern, ganz höflich, dass die Vorhersagen über die Konsequenzen eines No-Deals oder des Austritts aus der EU schon mehrmals falsch waren. Es wurde damals zum Beispiel gesagt, dass Weihnachten 2016 schon Tausende von Menschen ohne Arbeit sein würden. Und das war nicht der Fall. Daran müssen wir uns erinnern. Es geht natürlich darum, wie stark die Leute der EU noch vertraut haben oder der Regierung direkt nach dem Referendum. Darum geht es aber jetzt gerade nicht. Es geht auch um Zölle. Das sind ganz konkrete Auswirkungen, die an Zahlen festhängen. Oder auch um unsere Grenzen. Wie ist das, wenn wir wirklich Kontrollen durchführen müssen? Das ist sehr praktisch. Das ist derzeit noch nicht der Fall und ich hoffe, das wird auch niemals der Fall sein. Das ist so wichtig für alle unsere Wähler. Vielen Dank. Wir haben hier diese parteiübergreifende Debatte. Wir haben uns zugehört, unseren Wählern zugehört und auch den Unternehmen. Wir wollen alle diesen katastrophalen No-Deal verhindern. Und müssen alles daran setzen, dass das nicht der Fall sein wird. Ich möchte kurz noch mal auf einige Punkte eingehen, weshalb das so wichtig ist. No Deal würde bedeuten, dass wir sofort den Zugang zu europäischen Datenbanken, zum Beispiel auch im Bereich der Kriminalität, verlieren. No Deal würde bedeuten, dass es äußerst schwer für mich würde, meine Arbeit richtig auszuführen, hat eine Person, die in diesem Bereich arbeitet, zum Beispiel gesagt. Die Menschen haben gesagt, dass die Gesundheitsvorsorge in Gefahr geraten würde. Ein Freund von mir wartet auf eine
Strahlentherapie für seinen Krebs. Und er weiß nicht, ob das dann vielleicht noch länger dauern würde, weil einfach nicht mehr die Voraussetzungen dafür gegeben sind im Fall eines No-Deal. Andere machen sich Sorgen über Zölle, über Kontrollen an der Grenze und Verzögerungen, die das herausführen würde an der Grenze. Und vor allem haben die Leute Angst davor, dass sie von Importen abhängen, für die sie keine Margen haben. Andere sorgen sich um die Arbeitsplätze allgemein. Ich sorge mich auch um arme Familien in meinem Wahlkreis, dass Kinder vielleicht hungrig in die Ferien gehen müssen, die eigentlich normalerweise in der Schule Essen bekommen, dass wir Aktionen starten müssen, bei denen diese Kinder was zu essen bekommen. Aber wenn Essen 10% teurer wird, wenn Nahrungsmittel 10% teurer werden, dann wird es natürlich schwieriger. Und das wäre nicht fair diesen Menschen gegenüber, die schon benachteiligt sind. Ich möchte kurz zu Ende sprechen. Ich denke, wir haben eine Verantwortung. Es gibt Mitglieder in diesem Haus und im ganzen Land, die sagen, dass sie gerne ein No-Deal-Szenario hätten, und zwar so bald wie möglich. Denen möchte ich sagen, das wird uns alle beeinflussen. Und das ist nicht fair. Für die Polizei, für meinen Wahlkreis, für meine Unternehmen, für meine Wähler, für Menschen im ganzen Land muss ich sagen, wir haben eine Verantwortung. Wir müssen sicherstellen, dass wir ein System haben, um den No-Deal zu verhindern am 12. April in nur 9 Tagen. Kurz noch etwas zum Verfahren der Premierministerin. Die Premierministerin hat verkündet, dass sie eine Verlängerung erreichen will. Aber warum brauchen wir das? Weil es kein klares Verfahren gibt über den Kontext, über die Länge einer Verlängerung. Wir brauchen Klarheit darüber, wie diese Entscheidungen getroffen werden können, wie die Verlängerung aussieht, dass dieses Haus weiß, wie es in diesem Prozess vorgehen muss. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach wieder in das Risiko reinrutschen, einen No-Deal zu haben. Das ist ein sehr komplexes Thema. Außerdem können wir der EU zeigen, dass das Parlament die Premierministerin unterstützt. Das wäre fair der EU gegenüber. Denn wir haben hier sehr viele Probleme und Diskussionen gehabt in diesem ganzen Prozess. Deswegen denke ich, es ist fair, dass die EU verlangt, dass das Parlament die Premierministerin in ihrem Unterfangen unterstützt. Ich möchte Ihnen zu diesem Gesetzesentwurf herzlich gratulieren. Sie haben hier klare Worte gesprochen, und zwar auf Grundlage von Tatsachen, von Fakten, von Nachweisen. Sie haben offensichtlich der Unternehmerschaft zugehört. Würden Sie mir denn recht geben, dass der Staatssekretär hier ebenso wie die Unternehmerschaft deutliche Worte gesprochen hat, wo es eigentlich nur darum geht, was ein No-Deal für Einfluss haben würde, nämlich katastrophalen Einfluss auf unser Land? Ja, ich denke schon, dass man das ernst nehmen muss, aber das gilt ja nicht nur für Staatssekretäre und Minister, sondern es geht auch um die Industrieverbände, die Arbeitgeberverbände, die auch sehr deutlich ausgesprochen haben, dass hier mit Schädigungen zu rechnen ist für unsere Wirtschaft, wenn wir keinen Deal, kein Austrittsabkommen haben. Wir wollen doch nur, dass dieses ganze Verfahren irgendwie funktioniert, dass dieser Prozess vernünftig läuft durch verschiedene Optionen, verschiedene politische Maßnahmen, die wir uns eröffnen. Wir haben mit Probeabstimmungen gearbeitet. Wir haben sehr viel ausprobiert, aber ich hoffe jetzt, dass wir uns darauf einigen können, dass wir einfach alle keinen Brexit ohne Austrittsabkommen wollen. Ich möchte jetzt noch einmal kurz eine Unterbrechung zulassen. Herzlichen Dank dafür. Sie wissen sicherlich, dass ich die Gedanken hinter diesem Antrag unterstütze, aber es geht ja gar nicht im Konkreten darum, wie die Premierministerin eine Verlängerung beantragen soll und wie überhaupt diese Situation zustande kommen soll. Denn der 22. Mai steht ja schon im Kalender, und trotzdem hat die Premierministerin offensichtlich diese Punkte noch nicht ernsthaft anerkannt. Ja, aber genau darum geht es hier. Das ist nämlich schriftlich festgehalten am Tag, nachdem
die königliche Zustimmung gegeben wurde, muss der Antrag im Unterhaus gestellt werden. Und dann muss auch das eingehalten werden, wofür sich das Unterhaus entscheidet. Das heißt, wir haben hier, ich muss das erst zu Ende führen, es gibt zwei Klauseln in diesem Antrag. Einmal die Verpflichtung, die Verlängerung des Zeitraums nach Artikel 50 zu beantragen und dann eben auch einen Antrag abstimmen zu lassen hier im Unterhaus, der dann bindend umgesetzt werden muss. Das heißt, es gibt einen Vorschlag an die EU zu tragen, wobei ein anderes, ein späteres Datum vorgeschlagen und auch vereinbart wird. Und das Ganze geht dann natürlich wieder in das Parlament zurück. Das heißt, das Einzige, was wir hier wirklich verlangen, ist ein transparenter Prozess, mit dem wir als Parlament diese ganze Vorgehensweise absichern können. Was auch immer durch weitere Gespräche, Probeabstimmungen oder sonstige Vorgänge verabredet wird, egal welchen Ansatz die Premierministerin wählt, sie selber hat doch gesagt, es kann bis zum 12. April gar nichts mehr implementiert werden. Wir haben nur noch 9 Tage und sie hat bereits anerkannt, dass sie bis dahin nichts in die Praxis umsetzen können wird. Deswegen ist eine solche Verlängerung zwingend notwendig. Und ich denke, Mr. Speaker, dass es sich hier bei diesem Gesetzesantrag um ein Instrument von größter Wichtigkeit handelt. Herzlichen Dank, dass ich an dieser Stelle sprechen darf. Sind Sie denn nicht meiner Meinung? Sie haben ja offensichtlich mit höherstehenden Politikern darüber gesprochen, dass ein EU-Haftbefehl, der zum Beispiel im Moment 6 Wochen braucht, um bearbeitet zu werden, in Zukunft 6 Monate brauchen wird und diese Verzögerung natürlich einen großen Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie ernsthafte Fälle bearbeitet werden können. Ja, im Strafregister sieht man sicherlich Beispielfälle, die uns zeigen, wie ernsthaft die Situation werden kann. Das ist sicherlich schon nachgewiesen. Ich habe eine ganz einfache Frage. Wären Sie in der Lage, dem Parlament mitzuteilen, wie lange diese Verlängerung dann wäre? Denn das ist ja eine fundamentale Frage. Es geht ja nicht nur um die Verpflichtung, eine Verlängerung zu beantragen, sondern wie lang soll denn diese Verlängerung dauern? 3 Monate, 9 Monate, 2 Jahre? Wie viel Zeit soll das denn sein? Und zweite Frage, sind Sie nicht mit mir einer Meinung, dass es recht ungewöhnlich ist, dass bei einer Verlängerung dieses Zeitraums die Steuerzahler dafür Milliarden zahlen würden? Ich möchte deutlich auf Folgendes hinweisen. Es gibt noch 3 Redebeiträge von den Vorderbänken und noch verschiedene andere Wortbeiträge. Deswegen bitte, Sie bekommen einen Preis, wenn Sie sich kurz fassen. Es ist hier in diesem Antrag gar nicht festgesetzt, denn es ist Sache der Premierministerin, das vorzuschlagen. Sie muss ja zum Europäischen Rat gehen und dort um die Verlängerung bitten. Sie muss diesen ganzen Vorfall ja durch ihre politische Führungsrolle in die Hand nehmen und dann kann unser Parlament darüber entscheiden. Und mir ist klar, dass es von den vorderen Bänken noch Redebeiträge geben wird. Ich möchte nur bitte hier mit meinem Antrag auch zu Ende kommen dürfen. Ich halte es für wirklich wichtig, dass die Bevölkerung hier wieder zusammenfindet und das Parlament zusammenfindet zu einer Einigung darüber, wie wir hier weitermachen. Denn es sind verschiedenste Herausforderungen, die uns erwarten, wenn wir ohne ein Austrittsabkommen aus der EU herausgehen als No-Deal-Brexit. Das Problem für uns alle ist doch, dass wir hier mit einer Spaltung, die durch das ganze Land geht, leben müssen. Und das sind unglaubliche Veränderungen, die wir verfassungsrechtlich korrekt behandeln müssen. Wir wollen diese Spaltung bearbeiten. Wir wollen nicht, dass es so weitergeht. Und wir können diesen Konsens jetzt nicht über Nacht finden, aber wir wollen ihn finden. Ich denke, wir können uns nicht darauf einigen, was die beste Vorgehensweise ist, aber zumindest sollten wir doch, wenn es schon gar keine Einigung gibt, uns darauf einigen, dass wir nicht die schlechteste Lösung wählen wollen. The question is that the bill
Jetzt ist die Frage, ob dieser Gesetzesantrag, dieser Vorschlag noch einmal verlesen werden soll. Der Staatssekretär ist offensichtlich willens, noch eine Weile zu warten. Der Abgeordnete für Creathorpes wird davon profitieren, Martin Beckers. Herzlichen Dank, Mr. Speaker. Ich wollte gerade meinen Vortrag noch mal überarbeiten. Es ist sicherlich nicht nötig, hier nochmal darauf hinzuweisen, Mr. Speaker, dass ich gegen diesen Vorschlag stimme. Das ist offensichtlich und es gibt im ganzen Parlament sicherlich noch mehr Abgeordnete, die die EU von vornherein nicht verlassen wollten, weil sie glauben, dass die Interessen unseres Landes als Mitgliedstaat der EU am besten gewahrt bleiben. Aber was mir jetzt fragwürdig erscheint, ist, dass man offensichtlich versucht, den Willen der britischen Bevölkerung, der im Juni 2016 so deutlich ausgedrückt wurde, bewusst zu frustrieren. Es gab sogar eine 70-prozentige Entscheidung dafür, die EU zu verlassen in den Wahlkreisen, die mir besonders am Herzen liegen. Ich habe sogar schon beim Referendum in den 70ern mit abgestimmt, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Aber ich muss hier eine Unterbrechung zulassen. Vielen Dank dafür. Ist es nicht so, dass diese Wahlkreise, die Sie ja erwähnt haben, die mit 70% für den Brexit gestimmt haben, jetzt damit leben müssen, dass man versucht, das Ergebnis dieser Volksabstimmung einfach zu ignorieren und zu negieren. Man versucht, es so darzustellen, als könnte man die EU gar nicht verlassen. Für unsere Wahlkreise ist das doch nur ein Beweis, dass das alles völlig durcheinander geraten ist. Da kann ich Ihnen nur völlig zustimmen und recht geben. Genauso schätze ich die Situation auch ein. Es gibt natürlich viele, die für ein zweites Referendum, eine Abstimmung des Volkes argumentieren, als hätte das Volk nicht schon abgestimmt. Vielen Dank, dass ich an dieser Stelle unterbrechen darf. Ich bin sehr mit Ihnen einer Meinung. Wir hatten ja bereits eine Abstimmung des Volkes 2016. Ich habe dafür gestimmt, in der EU zu verbleiben. Aber ich denke, wir müssen das Ergebnis von 2016 respektieren. Und es gibt so viele auf der anderen Seite, die einfach nur versuchen, alle Bemühungen hier zum Scheitern zu bringen. Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Auch wenn wir keine Nachbarn sind, Sie sind natürlich in meinem Wahlkreis jederzeit herzlich willkommen. Und wir werden alle dafür sorgen, dass Sie sich auch willkommen fühlen. Das Thema zweites Referendum ist jetzt hier schon mehrfach erwähnt worden. Es gibt eine solche Unsicherheit. Es gibt die Spaltung, die durch unser Land geht. Wer denkt denn ernsthaft, dass das unsere Probleme lösen wird, wenn wir jetzt dieses Referendum nochmal wiederholen und dann vielleicht eine geringere Wahlbeteiligung dabei haben? 16,4 Millionen Menschen haben dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Und zwar vielleicht wegen einer geringeren Wahlbeteiligung, als möglich gewesen wäre. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns vorstellen, dass dieses Referendum jetzt ähnlich knapp nochmal ausgeht? Wir müssen doch sowieso mit unserer Zukunft weitermachen. Und wir haben uns zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden. Die Menschen haben sich entschieden, auch aus emotionalen Gründen. Und vielleicht hat man gedacht, die Steuern würden dann schon nach wenigen Tagen, sogar nach wenigen Stunden angehoben werden. Aber selbst damit haben die Leute ja leben können. Die Bevölkerung hat gesagt, gut, dennoch wollen wir die EU verlassen. Diejenigen jedenfalls, die für den Brexit gestimmt haben. Natürlich gibt es potenzielle Nachteile auch für unsere Volkswirtschaft. Aber es ist doch eine kulturelle Frage. Es ist eine Frage unserer Geschichte, unserer Regierungsstruktur, unseres parlamentarischen Prozesses und rechtlicher Prozesse in unserem Land. Wir müssen immer mehr an diesen Prozessen verändern. Ja, meine Damen und Herren, das Unterhaus debattiert. Es debattiert über ein Gesetz, das die Premierministerin binden soll, so es denn durchkommt. Wir wollen das mit Ihnen gerade noch einmal kurz sortieren und klarstellen. Graham Lucas,
ist ja hier, um uns noch mal zu erklären, was genau das Ziel dieses Gesetzes ist, wenn es denn durchkommen sollte. Im Moment wird es ja gerade debattiert. Was will Yvette Cooper, die es eingebracht hat, ja erreichen? Sie will einen Passus in dem Brexit-Gesetz im britischen Recht streichen und ersetzen quasi durch durch einen neuen Passus, der sagt, dass ein No-Deal nicht mehr rechtens wäre, also nicht rechtens wäre. Das heißt, sie versucht, Frau May diese Drohung wegzunehmen, weil wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt, wie sie mit No-Deal gedroht hat, um zu versuchen, Abgeordnete einzuschüchtern, dass sie für ihren Deal stimmen. Und es ist natürlich keine Überraschung, dass die Abgeordnete, die dagegen sind, versuchen jetzt, sich zu wehren. Das heißt also, ein No-Deal wäre illegal nach diesem Gesetz, das dort jetzt gerade debattiert wird und über das jetzt auch im Laufe des Abends abgestimmt wird. Ja, es soll im Laufe des Abends abgestimmt werden. Und es ist natürlich sehr interessant zu sehen, ob es durchkommt oder nicht. Wir haben gerade gesehen, das war eine sehr knappe Entscheidung. Knappe Entscheidung, um diese Debatte überhaupt zuzulassen. Eine Stimme. Wir haben auch gehört, das ist das erste Mal, dass ein Antrag im Unterhaus mit einer Stimme entschieden wurde seit 1980. Also es ist sehr, sehr knapp. Und wir müssen jetzt abwarten. Es ist wirklich ein angespannter Abend, Professor Zimmermann, wenn Sie da drauf schauen. Also ein No-Deal wäre illegal, so fasse ich das jetzt mal knapp zusammen. Ja. Warum hat das diese Schreckensszenarien oder diese Schreckenskonnotation? Naja, No-Deal bedeutet ja einfach, dass von einem Schlag auf den anderen eben die ganzen Errungenschaften, die man durch die EU hatte, eben wegfallen. Das bedeutet zum Beispiel, dass tendenziell wieder Zollgrenzen errichtet werden können, unter anderem zwischen Irland und Nordirland. Das bedeutet, wie ja auch gerade in der Debatte erwähnt wurde, dass die europäische Strafgerichtsverfolgung und so weiter und so fort sehr stark durcheinander gebracht würde. Das müsste man alles neu beschließen. Das könnte bedeuten, dass es Visas geben muss für gegenseitige Besuche. No Deal ist eben das Grauen-Szenario für alle Leute, Unternehmen und so weiter und so fort, die wirtschaftlich mit der EU verflochten sind. Und diese Kräfte wollen das nicht und stehen vermutlich auch jetzt hinter dem Bestreben, genau diese Situation zu vermeiden. Aber genau diese Situation ist eben auch gewünscht von vielen Parlamentariern. Aber ein No-Deal würde ja auch bedeuten, dass eben der May-Deal mit der EU, der findet dann ja gar nicht statt, weil es eben keinen Deal gibt und damit auch keine politische Absichtserklärung, die ja auch fest verknüpft ist mit dem Deal, den Theresa May mit der EU verhandelt hat. Ist das korrekt? Ja, No-Deal würde ja einfach bedeuten, heißt einfach No-Deal, dann sind die Dinge offen und man würde dann also erstmal austreten und dann die ganzen Probleme, die dadurch entstehen, müssen halt dann Stück für Stück abgearbeitet werden. Die Bedeutung ist natürlich, dass die Grundposition immer noch ist in der britischen Gesetzgebung, dass wenn Frau Mays Deal nicht angenommen wird, dann ist eben nichts mehr erreicht wird, dass ein No-Deal automatisch passiert. Und das ist, was die Abgeordnete versuchen zu verhindern. Also dieser Automatismus auszuhebeln. Genau, sie versuchen, Frau May zu verpflichten, dass es dann weitergeht und dass sie um eine Verlängerung bittet und so weiter und so weiter. Und genau deshalb sind auch die Leavers so stark gegen diesen No-Deal, weil eben die Befürchtung ist, dann geht es weiter. Und wie lange es weitergeht, ist eben überhaupt nicht absehbar. Und Sie sehen natürlich die Bedeutung für diese No-Deal-Drohung in den Gesprächen mit der Europäischen Union. Weil Sie wissen natürlich, dass die EU das nicht möchte. Und Sie fürchten, wenn Sie diese Drohung wegnehmen, dass die EU eine noch stärkere Position hat. Und deswegen ist es jetzt vielleicht auch so, dass die Bänke der Leavers auf der konservativen Seite gerade ganz leer sind, weil die wollen sich das Ganze jetzt anhören und arbeiten vielleicht an einer anderen Strategie.
Durchaus. Also es kann sein, Sie haben sich zurückgezogen und auf jeden Fall wollte an dieser Debatte nicht teilnehmen, und auch demonstrativ nicht. Überlegen, wie es dann weitergeht, falls das angenommen wird heute Abend, was Sie dann tun wollen, wie Sie darauf reagieren wollen und so weiter. Gleichzeitig laufen ja, da wollen wir noch ein kurzes Wort drüber verlieren. Gleichzeitig sind ja gelaufen die Gespräche zwischen Theresa May und Jeremy Corbyn. Die sind inzwischen zu Ende gegangen. Das haben wir unseren Agenturen und unseren Quellen entnommen. Und es soll weitere Gespräche geben. Ein Sprecher hat gesagt von Labour, es gab konstruktive Erkundungsgespräche. Spekulieren wir jetzt wie alle ein bisschen rum, aber das heißt, es gibt weitere Gespräche morgen am Donnerstag offenbar. Eher ein gutes, eher das Glas halb voll, halb leer? Ich würde es ehrlich gesagt recht neutral betrachten. Mhm. Es klingt so ein bisschen wie, wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Also man kann natürlich ein derart komplexen Sachverhalt nicht über eine Tasse Tee am Nachmittag, aber auch wenn es in England ist. Es ist immerhin ein gutes Zeichen, dass die beiden sich die Teetasse nicht an den Kopf geschmissen haben. Es ist insofern insofern positiv, dass sie die Gespräche nicht direkt abgebrochen haben. Das würde ja auch heißen, man hat einen Rahmen abgesteckt und man möchte auf verschiedenen Gebieten nach Lösungen suchen. Also es heißt im Grunde genommen recht wenig für den Augenblick. Wir wissen nicht, wo es hingeht, aber es ist natürlich kein Scheitern. Ja, und die Gespräche, die dann weitergeführt werden, die werden wahrscheinlich sehr stark beeinflusst von dem, wie jetzt auf dieses Ergebnis oder Nicht-Ergebnis, wie immer man das formulieren will, wie darauf reagiert wird von Seiten der Mitglieder der Labour-Partei, aber auch von Seiten der Tories. Und das erklärt auch, warum wir vor einiger Zeit, bevor man begonnen hatte, über den Antrag von Frau Cooper, über ihr Gesetzesentwurf zu sprechen, haben wir erlebt, dass ein Antrag von dem Labour-Abgeordneten Hilary Benn über die Fortsetzung der Probeabstimmung dann abgeschmettert wurde mit der Stimme des Speakers, weil es unentschieden war. Aber es ist so, denke ich mal, weil wir früher bei den Probeabstimmungen eine deutliche Mehrheit hatten, der Abgeordnete. Ich nehme an, dass die Konservativen, die für die Probeabstimmungen gestimmt haben in den vergangenen Tagen, dass sie sich jetzt zurückgezogen haben und gesagt, wir können jetzt unsere Premierministerin nicht unterminieren, während sie mit Jeremy Corbyn spricht. Also ich würde das so verstehen. Viel Taktik im Spiel wahrscheinlich. Absolut, ja. Jetzt gehen wir wieder, vielen Dank für die Erklärungen. Wir gehen jetzt erst wieder zurück in das Unterhaus. Dort wird noch weiter debattiert, wenn das Unterhaus sich an den selbstgesteckten Zeitplan hält, dann ungefähr bis 20 Uhr. Und dann wird es wieder einen Hammelsprung geben. Und dann haben wir relativ schnell auch ein Ergebnis, wie es weitergeht mit diesem Antrag von Yvette Cooper. Wenn er denn durchgehen sollte um 20 Uhr bei der Abstimmung, dann geht es auch sofort weiter in die nächste Runde der Lesung, in eine dritte Runde dann. So, jetzt aber erst einmal zurück in die Aktualität, zurück ins Parlament in England. Wenn wir das Referendumergebnis respektieren wollen und den Artikel 50-Prozess auslösen und unsere eigenen Wahlversprechen ernst nehmen, dann sollten wir am 12. April die EU verlassen nach WTO-Grundsätzen, wenn wir keinen Deal vorher verabschieden können. Ich möchte ein paar Worte über ein Gespräch verlieren, das ich mit Unternehmensvertretern hatte, unter anderem aus Nordirland. Es geht hier um den Gesetzentwurf zum Austritt aus der EU, Resolutionsentwurf Nummer 5. Nein, es geht ja um das Thema dieses Antrags, nämlich ein No-Deal-Szenario auszuschließen und der Sorgen rund um die damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft, insbesondere in Nordirland, auch im Hinblick auf Sicherheitsfragen und die Probleme, die ich vorher schon angesprochen habe, wie zum Beispiel den Umgang mit europäischen Haftbefehlen. Auch die Fragen von Etikettierungen sind wieder dann im Fluss.
wie also Unternehmen, die zum Beispiel Werkstätten und Betriebe in anderen Teilen Europas unterhalten, wie ihre Waren etikettiert werden. Also die Gefahren eines No-Deal-Szenarios gehen weit über die Themen hinaus, die hier bisher angesprochen wurden. Und ich hoffe, dass dieser Gesetzentwurf, dieser Antrag einige Klarheit bringen wird über die Folgen der Verlängerung. Ich glaube, dass die Verlängerung eher länger andauern sollte, wenn ich an die Gespräche denke, die ich mit den Unternehmensvertretern hatte. Denn so kann ein No-Deal-Szenario ausgeschlossen werden. Ein letzter Punkt noch, den ich erwähnen wollte, zu der Frage, die hier von der Sprecherin der Grünen Partei angerissen wurde, nämlich die Legitimität der Abstimmung von vor 3 Jahren, insbesondere die Art und Weise, wie die Gewerkschaftsgesetzgebung erfordert, nach 6 Monaten Abstimmung zu wiederholen, um ihre Gültigkeit sicherzustellen. Und das ist etwas, das auch hier für eine Abstimmung in unserem Fall Anwendung finden könnte. Ich bin also dafür, dass wir diesen Entwurf durch die zweite Lesung bringen. Ich hoffe, dass wir auch noch über das Thema eines Referendums diskutieren werden. Ich unterstütze diesen Entwurf aus folgendem Grund. Wir erleben den Geschichtsrevisionismus hier von Seiten einiger Parlamentsabgeordneten, die behaupten, dass über 17 Millionen Menschen für ein No-Deal-Szenario abgestimmt hätten. Das ist nicht wahr. Zur Abstimmung stand unsere Mitgliedschaft in der EU. Viele von uns haben den Artikel 50-Prozess ausgelöst auf Grundlage der Tatsache, dass wir zwar kein Vollmitglied bleiben wollen, aber eine neue Beziehung zur EU anknüpfen möchten, etwa wie Norwegen oder wie die Schweiz. Wir könnten in der EFTA verbleiben. Dafür wurde doch im Referendumswahlkampf auch gestritten. Und in der Abstimmung ist ganz klar geworden, dass die Entscheidung über die zukünftige Beziehung zu Europa dem Parlament obliegen sollte. Wofür die Wähler gestimmt haben, war das Verlassen der politischen Institutionen der EU, also die immer engere Union, die europäische Gerichtsbarkeit. Aber die Wähler haben nicht gestimmt für einen Austritt aus der Zollunion und dem Binnenmarkt. Warum diskutieren wir jetzt über ein No-Deal-Szenario? Weil uns klar geworden ist, wie ein Verlassen ohne Deal aussehen würde. Wir haben überhaupt keinen Prozess jetzt, der uns aus diesem Dilemma hilft. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir das Gesetz ändern. Das Parlament hat mit 400 gegen 160 Stimmen gegen ein No-Deal-Szenario gestimmt. Dieser Gesetzentwurf ist nicht undemokratisch. Im Gegenteil, er setzt diese Entscheidung um. Wir haben nicht ausgeschlossen, die EU zu verlassen. Im Gegenteil, wir haben nur andere Optionen für die zukünftige Beziehung zur EU offen gehalten. Ich habe 3-mal sogar für den Deal der Premierministerin gestimmt und um die Referendumsentscheidung umzusetzen. Aber das Problem ist, dass es einen harten Kern von Ideologen gibt, die dieses Parlament als Geisel nehmen wollen, sogar das ganze Land als Geisel nehmen wollen, um ihre Vorstellung durchzusetzen. Ich habe in meinem Wahlkreis Unternehmer, also Arbeitgeber, die sehr besorgt sind. Und die sind für Tausende von Arbeitsplätzen verantwortlich und die möchten eine Lösung. Und dieser Entwurf, dieser Gesetzentwurf gibt dem Parlament ein gewichtiges Wort für den Fall, dass wir in dem zurzeit geltenden Zeitrahmen nicht zu einer Lösung kommen. Das ist weit von Undemokratie, indemokratischem Vorgehen entfernt. Nein, im Gegenteil, das ermöglicht uns, eine bereits gefällte Entscheidung zu implementieren, um Zeit zu gewinnen zur Diskussion über die beste Gestaltung unserer zukünftigen EU-Beziehungen. Es war mir eine Freude, dieser Ausführung zuzuhören. Das war ja eine der Stimmen der geistigen Gesundheit auf den Regierungsbänken. Einige leben im Wolkenkuckucksheim, wenn sie immer noch glauben, ein No-Deal wäre etwas anderes als ein Desaster. Wir haben
den zweitgrößten Finanzsektor im Vereinigten Königreich in meinem Wahlkreis, zwei große Universitäten und ich habe viele Unternehmen, kleine und große Unternehmen in meinem Wahlkreis, die sich größte Sorgen machen über die Auswirkungen eines No-Deal-Brexits. Und meine Wähler haben überhaupt nicht für den Brexit gestimmt. Im Gegenteil, bei uns gab es eine starke Mehrheit für den Verbleib in der EU. Ich unterstütze also den Grundsatz dieses Gesetzentwurfs. Es gibt sicherlich Mängel da drin, aber das ist alles, was wir haben im Moment. Und das ist die einzige Versicherung, die wir haben gegen einen No-Deal-Brexit. Und ich möchte das also entsprechend vorbringen. Und ich habe ein paar Fragen dazu, die beantwortet werden sollten. Was geschieht, wenn die Premierministerin eine Verlängerung beantragen soll? Nächsten Mittwoch tagen die EU-Institutionen wieder. Soll das auf diesem Tag beantragt werden oder vorher? Und die Resolution sagt auch nicht, was geschieht, wenn die EU uns eine Verlängerung mit Bedingungen, die an Bedingungen geknüpft ist, vorschlägt. Und es ist auch nicht enthalten, was wir tun, wenn eine Verlängerung über den 26. Mai hinaus beantragt werden muss. Also ich wäre also dafür, diesen Gesetzentwurf noch durch Änderungsanträge zu verbessern, aber das steht uns ja frei. Also bitte, bitte um 18.50 Uhr müssen Sie wieder sitzen. 18.50 Uhr Ortszeit natürlich. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, der bereits angesprochen wurde. Dieser gesamte Prozess, und das wurde ja bereits letzten März klar gemacht, ist getrieben durch die Richtlinien und die die Unterwerfung der Premierministerin unter die Regeln der EU. Was hier geschieht, während im Zuge einer Revision der Checkers-Entscheidungen, käme ja dann dazu, dass wir hier wieder in einer Situation landen, dass wir über das Austrittsabkommen erneut abstimmen würden. Also es gibt hier wirklich mit den Ansprüchen der EU ist eine tiefgehende Unterwerfung des britischen Volkes verbunden. Eine tiefgehende Erniedrigung des britischen Volkes. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist hier ein deutsches Europa, mit dem wir zu tun haben. Deutschland ist hier der Boss. Und das ist die Erniedrigung für das britische Volk. Also, Mr. Bob Seeley, Sie haben das Wort. Ich werde diesen Gesetzentwurf nicht unterstützen, weil hier eine Verschiebung ohne Grenzen, ohne eine grenzenlose Verschiebung angeregt wird. Dieser Gesetzentwurf wäre einfach nur der Einstieg in eine endlose Verschiebung. Wir müssen das Referendumergebnis honorieren. Das heißt, meine Insel, die Isle of Wight, hat für den Austritt gestimmt. Und das Beste, was Politiker hier tun können, ist das zu tun, was wir versprochen haben zu tun. Dieses Chaos ist selbst organisiert durch die Leute, die den Brexit nicht wollen. Und wir müssen auch akzeptieren, dass es in diesem Parlament eine Mehrheit gibt für den Verbleib in der EU. Seit Monaten wird immer deutlicher, dass wir dazu keiner Lösung kommen. Der Abgeordnete von Stone hat recht, ich könnte mir kein besseres Beispiel vorstellen, wie man die Niederlage aus den Klauen eines Sieges reißt. Wir müssen einen Deal erreichen und nicht über die Natur einer perfekten Brexit philosophieren. Ich gefällt es gut, wenn ich von beiden Seiten kritisiert werde, weiß ich, dass ich richtig liege. Ich glaube nicht, dass dieser Deal so schlecht ist. Ich glaube, die Alternative nächste Woche wäre dann erneut ein Scherbenhaufen, ein wohlgemeinter Scherbenhaufen. Wir sollten wirklich das Offenkundige eingestehen. Wenn wir einen Deal wollen, dann müssen wir für einen Deal stimmen.
Vielen Dank, Mr. Speaker. Also, hier in diesem Parlament wird ja schon seit längerem über eine mögliche Verlängerung diskutiert. Und wir, in diesem Gesetzentwurf ist eine entsprechende Kompromissmöglichkeit vorgezeichnet und deswegen unterstütze ich diesen Gesetzentwurf auch. Dass die Regierung versucht immer noch, uns zu erpressen, mit der Ankündigung, wenn man ihrem Deal nicht zustimmt, gibt es nur das No-Deal-Szenario. Aber das stimmt nicht. Es gibt immer noch mehrere Optionen. Und wir sehen in diesem Gesetzentwurf die Möglichkeit, diese Optionen offen zu halten. Und die Regierung hat schon 150.000 Pfund ausgegeben, nur um gegenüber den EU-Institutionen ihre Meinung voranzubringen. Aber das hat ja nichts gebracht. Und wir wollen vermeiden, dass wir den ganzen Prozess erneut starten müssen, bevor es zu spät ist. Ich war enttäuscht, dass Labour diese Resolution nicht in vollem Umfang unterstützt hat, die vorher schon eingebracht wurde mit der gleichen Zielsetzung. Aber jetzt haben wir erneut die Chance, das zu korrigieren. Im Moment lässt dieser Gesetzentwurf allerdings zu viel Entscheidungsgewalt in den Händen der Premierministerin. Das sollten wir durch Änderungsanträge korrigieren. Und es geht jetzt auch darum, die mögliche Dauer einer Verlängerung zu definieren und zu begrenzen. Wir glauben, dass wir nicht auf den 26. Mai uns festlegen können, denn die Menschen des Landes würden nicht so schnell vor der Chance davonlaufen, selber noch das letzte Wort zu haben. Wir haben ja hier schon einen Bericht heute Morgen gesehen, die unser Fraktionsvorsitzender hochgehalten hat zur Situation Schottlands in Europa. Schottlands Platz ist in Europa und wir empfinden unseren richtigen Platz als Bestandteil Europas. Vielen Dank. Auch unsere Dank geht an die Abgeordneten für ihre Arbeit an diesem Gesetzentwurf. Wir unterstützen diesen Gesetzentwurf, denn er ist erforderlich, um den Willen des Parlaments umzusetzen. Dieses Parlament hat dreimal den Entwurf der Premierministerin abgelehnt und hat auch sehr deutlich gegen ein No-Deal-Szenario sich ausgesprochen. Könnte man sich über etwas anderes nachdenken, wenn so wie bisher, wenn man, ist doch klar, dass sowohl der Gewerkschaftsdachverband als auch der Unternehmerverband vor den Gefahren eines No-Deal-Brexit gewarnt. Wir reden ja hier von einer weiteren Verlängerung der Austrittsperiode, die jetzt unvermeidlich geworden ist, auch um sicherzustellen, dass das Parlament eine effektive Rolle spielt bei der Bestimmung der Bedingungen. Das ist ja auch im neuen Kontext des Statements der Premierministerin von letzter Nacht zu sehen, als sie erklärt hat, sie sei bereit, mit dem Oppositionsführer zu sprechen. Und diese Gespräche haben ja begonnen. Wir begrüßen das als eine späte Bekehrung zur Kompromissbereitschaft. Und es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit des Parlaments. Und diesen Ansatz allerdings hätte die Premierministerin schon vor langer Zeit wählen sollen, eigentlich direkt nach dem Referendum, als dieses Land durch in einer schmerzhaft knappen Mehrheit entschieden hat, die EU zu verlassen und damit unsere wichtigsten Handelspartner irritiert hat. Die Premierministerin hätte das schon viel früher machen sollen. Und sie hat dann Neuwahlen veranlasst, weil sie noch auf eine größere Mehrheit setzen wollte und hat dabei ihre Mehrheit verloren. Und sie hat es versäumt, den Kompromiss zu suchen. Wir haben sie mehrfach aufgerufen, sich an die vernünftige Mehrheit des Hauses und des Landes zu wenden, in Anerkennung der Tatsache, dass zu den Menschen dieses Landes nicht nur die 52% gehören, sondern auch die 48%. Aber besser spät als nie. Wir begrüßen also, dass die Premierministerin jetzt kompromissbereit ist und sich distanziert hat von den Kamikaze-Kollegen,
die es bevorzugen würden, ohne Deal die EU zu verlassen nächste Woche. Wir haben ganz klar in diesem Parlament gegen ein No-Deal-Szenario gestimmt und wir wollen sicherstellen, dass der Wille unseres souveränen Parlaments nicht unberücksichtigt bleibt. Und was auch immer aus der Diskussion zwischen unseren Parteien hervorgeht oder in diesem Parlament in den nächsten Tagen, haben wir immer klar gesagt, welche Rahmenbedingungen wir für einen Kompromiss sehen, über den die Premierministerin gesprochen hat, eine dauerhafte Zollunion, Anpassung an den Binnenmarkt, dynamische Anpassung der Arbeitnehmerrechte und Schutzrechte und weiter Beteiligung an den Förderprogrammen der EU und an einer gemeinsamen Sicherheitspolitik. Wir haben auch weiterhin festgestellt, dass wir eine Volksabstimmung, also ein Referendum über jeden Deal unterstützen, der nun letzten Endes hier dem Parlament vorgelegt wird. Und deswegen unterstützen wir diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank, Mr. Speaker. Wir stehen diesem Gesetzentwurf kritisch gegenüber. Wir haben leider nur 2 Minuten Zeit hier für jeden Wortbeitrag. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass dieser Gesetzentwurf hier in größter Eile vorgelegt wurde. Und das ist keine gute Situation, in der man ein Gesetz verabschieden sollte. Eine Verlängerung, die man mit dem EU-Rat verabredet, kann dennoch erreicht werden. Aber ich bin auch nicht der Einzige, der sich hier seine Gedanken macht und auch gegen diesen Entwurf stimmen wird. Es gab durch die Untersuchungsausschüsse bereits deutliche Kritik und von Seiten verschiedener geschätzter Kollegen, verschiedener Ausschüsse, anderer Abgeordneter und auch das Verfassungsrechtliche Komitee hat seine Bedenken geäußert, was diesen Gesetzentwurf angeht, insbesondere weil dieser Entwurf so kurzfristig und mit so wenig Zeit einfach durchgepeitscht werden soll. Und das würde natürlich nicht nur die jetzige Regierung, sondern auch künftige andere Regierungen binden. Außerdem ist die Frage, was mit dem königlichen Vorrecht passieren wird. Denn es ist ja bisher so gewesen, dass internationale Verabredungen, Vereinbarungen und Verträge im Interesse des gesamten Volkes geschlossen werden und deswegen auch solche Privilegien berücksichtigt werden, sofern es einen negativen Effekt einer solchen Einigung für das Volk geben könnte, wie zum Beispiel auch ein No-Deal-Brexit ja negative Effekte haben wird. Die EU könnte sich jedoch natürlich mit uns auf eine Verlängerung einigen, was dann bedeutet, dass die Premierministerin zurückkehrt in dieses Parlament und wieder einen Vorschlag zur Abstimmung vorlegt. Die Führungsriegen der verschiedenen Mitgliedstaaten haben sich ja auch auf einen Entwurf geeinigt und letztendlich ist die Frage, ob es eine neue Einigung auf etwas anderes als das bisher Verabredete geben kann, bis 11 Uhr abends am 11. April. Bisher sind ja hier alle Austrittsabkommensabstimmungen mit einer Mehrheit dagegen geendet. Das war bisher die einzige legale, rechtmäßige Möglichkeit, sich auf ein Austrittsabkommen zu einigen, in Übereinstimmung mit allem, was auch mit dem Rat der Europäischen Union bereits vereinbart wurde. Diese Möglichkeit ist letzten Freitag dann abgewählt worden durch dieses Parlament. Und dadurch ist dieses Parlament jetzt in der Situation, in der es sich befindet und in dieser Zwickmühle und unter Druck von allen Seiten. Naja, wer hat denn letztendlich
die ganze Zeit, die wir hatten, aufgebraucht. Ich würde normalerweise nicht die erste Seite des Guardian zitieren, aber hier würde es ganz gut passen. Sie erinnern sich vielleicht an diese Schlagzeile. Es waren ja die Führungsriegen der verschiedenen EU-Länder, die immer wieder Nein gesagt haben. Aber warum denn? Weil hier in diesem Parlament immer wieder Nein gesagt wurde, obwohl nach Kompromissen gesucht wurde. Auf beiden Seiten dieser Debatte hatte man offensichtlich den Eindruck, der Kompromiss sei zu groß. Und die Premierministerin hat im nationalen Interesse immer wieder den Kompromiss gesucht. 48% unserer Bevölkerung wollten die EU nicht verlassen. Und deswegen hat die Premierministerin immer wieder nach Kompromissen gesucht und hat versucht, sich mit dem Oppositionsführer zusammenzusetzen, der sich wochenlang geweigert hat, sich mit ihr zum Gespräch zu treffen. Es gab immer wieder Situationen, in denen genau das offenkundig geworden ist. Ich freue mich, dass ich heute eine Möglichkeit hatte, mit der Premierministerin zu sprechen. Aber wenn es dazu kommt, zu beantworten, wonach gefragt wurde, wer hier die Zeit aufgebraucht hat, dann ist es doch nicht die Premierministerin, sondern es sind die, die immer wieder dagegen gestimmt haben, auch am letzten Freitag. Und da ging es doch genau darum, die Zeit verstreichen zu lassen, Zeit aufzubrauchen und die Verlängerung, die wir gehabt hätten bis zum 22. Mai, auch noch abzulehnen, sodass wir jetzt nur noch bis zum 12. April Zeit haben. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Sie haben unsere Zeit verstreichen lassen. Und dann wird kritisiert, dass andere Zeit aufbrauchen, obwohl sie selber dafür gesorgt haben, dass wir eigentlich gar keine Zeit mehr übrig haben. Und wir haben auch gar nicht genug Zeit, um jetzt einen solchen Gesetzentwurf zu diskutieren, in der Art und Weise, wie ich das für richtig halten würde. Wir haben nur noch eine Minute. Im Prinzip gibt es hier Probleme mit der Art und Weise, wie hier umgegangen wird mit Entscheidungsfindungsprozessen, und zwar auch im Hinblick auf alle vorherigen Abstimmungen und Entscheidungen hier im Haus. Und es gibt sicherlich unterschiedliche Ebenen, die hier durch diesen Entwurf angesprochen werden. Aber meiner Meinung nach ist er zu mangelhaft, als dass man heute Abend dafür stimmen könnte. Nach der heutigen Sitzungsordnung werde ich jetzt folgende Frage stellen. Soll der Gesetzentwurf jetzt zum zweiten Mal verlesen werden? Wer dagegen ist, sagt Nein. Das muss abgestimmt werden. Räumung der Lobby, bitte. Ja, jetzt hat das Unterhaus debattiert und ziemlich pünktlich, wie angekündigt, um 20 Uhr geht es in eine Abstimmung. Und bei mir im Studio sind weiterhin Professor Hubert Zimmermann und Graham Lucas. Graham Lucas, worüber genau wird jetzt abgestimmt? Ob diese Gesetzesvorlage von Yvette Cooper in die zweite Lesung geht. Und das Ziel dieses Gesetzes ist eben ein No-Deal, ein Austritt ohne Abkommen auszuschließen, gesetzlich, in der Gesetzgebung des britischen Unterhauses. Und das Spannende, Professor Zimmermann, ist ja, dass es jetzt nicht nur ein Gesetz ist, was auf diesen speziellen Fall anzuwenden ist, sondern das ist ein Gesetz, was, das kam in der Debatte jetzt ja nochmal heraus, was dann auch eine weitere Wirkung entfalten wird. Natürlich, das zeigt eben, wie das Parlament das Heft in die Hand nimmt. Und es könnte eben auch in Zukunft ja, immer stärker dazu kommen, dass das Parlament eben der Regierung das Heft des Handelns aus der Hand nimmt. Wir haben allerdings heute gesehen, wie der Antrag von Hillary Benn niedergestimmt wurde, als er versuchte, weitere Probeabstimmungen durchzusetzen für die kommende Woche. Deswegen ist das Ergebnis, was jetzt kommt, in etwa 14 Minuten, so wichtig. Denn da werden wir sehen, ob die Regierung quasi die Kontrolle wieder zurücknimmt. Und es ist absolut offen, wie es ausgeht. Oder es könnte, oder wir haben gerade eben schon mal kurz überlegt, es wird wahrscheinlich sehr, sehr knapp werden, nach den Erfahrungen des heutigen Tages. Ja, das denke ich auch, dass es knapp wird. Also ich war überrascht,
als der Antrag von Hillary Benn verloren ging. Ich hatte angenommen, wie sehr viele Journalisten, dass nachdem man zweimal versucht hat, Probeabstimmungen zu einem Ergebnis zu führen, dass ein dritter Versuch vielleicht auch mit dem Deal von Frau May durchaus für die Mehrheit akzeptabel gewesen wäre. Aber das ist nicht so. Vermutlich haben die Konservativen, die damals dafür gestimmt haben, jetzt ihre Stimmen zurückgenommen, wegen der laufenden Gespräche zwischen May und Corbyn. Also diese laufenden Gespräche, die haben jetzt das Prä eigentlich. Das stimmt. Aber was jetzt abläuft, das muss man auch betonen, ist eben extrem wichtig für den Verlauf des Brexit. Weil wenn dieses Gesetz durchkommen würde, dann wäre eine bestimmte Art des Brexit ausgeschlossen. Die No-Deal-Option, die eben von den radikalen Leavers bevorzugt wird. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Wegmarke. Also das wäre sozusagen ein gutes Signal an Europa, an alle Europäer, die sagen, oh mein Gott, ja, also wir wollen jetzt hier nicht in diesen absoluten Chaos enden, sondern das wäre dann damit tatsächlich absolut vom Tisch. Ja, es wäre eine Vernunftlösung, weil die es wurde ja auch schon eben in der Parlamentsdebatte angesprochen, diese Brexit-Abstimmung ging ja nicht darüber, ob man sämtliche Beziehungen zur EU kappen sollte, sondern dass man die Beziehungen zur EU zu den europäischen Staaten auf eine neue Basis stellt. Und No Deal bedeutet praktisch die nukleare Option und man weiß nicht, wo das dann endet in dieser Art und Weise. Und wenn man den No Deal ausschließt, dann macht man gleichzeitig auch sicher, dass es eine Art von Verhandlungslösung geben wird mit der EU. Wie auch immer die aussehen. Aber wenn wir das jetzt mal weiterdenken, wenn das jetzt durchkommen würde, der No-Deal wird ausgeschlossen, dann haben wir ja nach wie vor die tickende Uhr, nämlich den 12. April als tatsächliches Datum. Ja. Wo ist denn da überhaupt noch die Bewegung? Wo sehen Sie das denn? Na ja gut, jetzt müssen wir halt abwarten, was May und Corbyn vereinbaren. Sollten sie sich einigen können, dass sie den Deal, den Theresa May erreicht hat mit der EU, eben gemeinsam unterstützen, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass das durchgeht. Und dann könnte der Prozess noch zu einem einigermaßen geordneten Abschluss kommen. Aber wenn das jetzt durchgehen würde, also der Antrag von Yvette Cooper, der sagt, No Deal kann es nicht geben, also das verbieten wir, da legen wir die Premierministerin drauf fest. Gleichzeitig scheitern die Gespräche, also wir sind jetzt im Spekulieren, ich weiß. Gleichzeitig scheitern die Gespräche May und Corbyn, dann müsste das trotzdem weiter verhandelt werden. Fehlt da gerade im Moment ein bisschen die Fantasie. Also zunächst einmal muss man feststellen, dass wenn dieses Votum für den Gesetzesentwurf ausfällt, dass der Entwurf in das Oberhaus geht, in House of Lords. Und da haben ja einige Hardliner angekündigt, exzessives Reden, den Entwurf so lange aufzuhalten, dass es nicht mehr... Bis der 12. April verstrichen ist. Genau, dass es nicht mehr greift. Also dieses Votum ist extrem wichtig, aber es ist keineswegs das Ende dieses Kampfes zwischen beiden Gruppen. Dann wollen wir uns darauf nicht so sehr kaprizieren. Ja. Wir schauen mal gerade, das Ganze wird natürlich auch in Europa interessiert verfolgt. Das Ringen des Parlaments mit der Regierung, das Ringen von Brexiteers und von Remainern, von Konservativen und von Tories und wie eben Theresa May agiert in dieser interessanten Zeit oder in dieser wirklich angespannten Zeit bis zum 12. April. Unser Kollege Marlon ist dort gerade im Moment. Euer Amoyal ist dort und er hat die linken Politikerin Gabi Zimmer zum Interview gebeten. Und wieder ein weiterer Tag, an dem das Europäische Parlament hier in Brüssel auch wieder um das Thema Brexit sich drehte. Die Debatte heute hier, die von vielen beobachtet worden ist und in der Debatte gesprochen hat, auch Gabi Zimmer. Frau Zimmer, wo stehen wir denn jetzt? Was sind die Erwartungen, die Sie haben, wenn man jetzt auf London guckt? Jetzt soll es Verhandlungen geben von Labour und den Tories gemeinsam. Hat das Aussicht auf Erfolg? Also einerseits bin ich immer optimistisch und hoffe bis zuletzt, dass es Lösungen gibt. Aber andererseits ist mir eben auch nicht klar, wie lang das Verfallsdatum diesmal für Erklärungen von Theresa May ist, was sie durchzubringen hofft und was sie zu erreichen
versucht. Es ist völlig klar, wenn es heute Nacht keinen Durchbruch in den Gesprächen zwischen Corbyn und May gibt und anschließend Anfang nächster Woche die Abgeordneten dem dann nicht zustimmen, dann haben wir den kalten Austritt, also den No Deal. Und das ist genau das Szenario, was wir befürchten. Wir hoffen natürlich das Beste, dass es noch eine Lösung gibt, dass man bei der politischen Erklärung versucht, aufeinander zuzugehen und meinetwegen eine Annäherung mit Blick auf Verbleib in der Zollunion zu erreichen oder irgendetwas in der Richtung, was uns befähigt, am 12. April in Ruhe diesen Austritt vollziehen zu können. Ich glaube nicht mehr daran, dass es eine Mehrheit dafür geben wird, dass man jetzt noch ein Referendum hinbekommt und ein Verbleib in der EU möglich ist. Sie sind sehr skeptisch. Entscheiden werden nächste Woche ja auch am 10. April beim Sondergipfel die Staats- und Regierungschefs. Wie groß ist der Spielraum dort? Der ist nicht allzu groß. Das hängt natürlich mit den Europawahlen zusammen. Wir brauchen Klarheit. Es sind 14 Länder davon betroffen, von der Frage, ob Großbritannien zum Zeitpunkt der Wahl Mitglied ist in der Europäischen Union und an der Wahl teilnehmen müsste oder nicht. Das sind das ist ein Unterschied zwischen 705 Sitzen im Europaparlament und 751 Sitzen. Und natürlich müssen die betroffenen Länder wissen, wie viele Mandate stehen ihnen denn überhaupt zur Verfügung, wenn sie den Europawahlkampf offiziell starten. Also sind beide Seiten unter Druck, möglichst zu einer klaren, sauberen Lösung noch in der nächsten Woche zu kommen. Glauben Sie, dass bei diesem ganzen Prozess, Sie haben es gerade angesprochen, man könnte sich auch noch auf Formulierungen einigen, bei beispielsweise diesen politischen Erklärungen, glauben Sie, dass am Ende nächste Woche das ausreicht oder dass Großbritannien nicht dann doch auch aus der Europäischen Union austritt mit einem No-Deal-Szenario und was hat das für Folgen? Also es ist nach wie vor höchstwahrscheinlich, dass Großbritannien mit einem No-Deal austritt. Seit Dezember beobachte ich jede Diskussion und jede Abstimmung im House of Commons im britischen Unterhaus. Am Anfang war das für mich so das Gefühl, ey, ist das hier ein Casino und wird hier gepokert oder Roulette gespielt? Aber im Moment sind wir an der Stelle, wo russisch Roulette gespielt wird. Das ist also äußerst gefährlich, was getrieben wird. Und wenn nicht endlich verstanden wird, dass wirklich alle zusammenrücken müssen und eine Lösung finden müssen im Interesse der Bürger und Bürgerinnen in Großbritannien, aber auch mit Blick auf Irland insgesamt, dann wird das eine Katastrophe. Es ist davon die Rede, dass auf der irischen Insel und um die irische Insel herum mindestens zwei verschiedene Grenzen eingerichtet werden müssen. Und wir sind im 21. Jahrhundert. Was ist das für eine Absurdität, dass wir wieder anfangen, in Europa Grenzen aufzubauen? Es wird damit automatisch die Rechte von Bürgerinnen verletzt. Es wird automatisch das Karfreitagsabkommen verletzt. Und wir wissen nicht, was das für langfristige Folgen hat. Wir wissen nicht, was es zum Beispiel für die 18.000 Bürger und Bürgerinnen Großbritanniens in Berlin und in anderen Städten betrifft, aber in Berlin sollen es 18.000 sein, die dann von einem Tag auf den anderen ihren Status verlieren würden. Wir brauchen nur nach Amsterdam gucken, nach Paris gucken. Überall würde das ungeheure Probleme mit sich bringen. Und natürlich wissen wir, dass es auch für die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen schwierig ist. Gut, das ist eine Seite, die ist zu berücksichtigen, aber ich schaue zuerst auf die Menschen. Was bedeutet das für die? Und das wird eine Katastrophe werden, und zwar für alle Beteiligten. Und ich kann nur zur Vernunft aufrufen, dass man jetzt den letzten Strohhalm noch ergreift und sagt, Leute, jetzt ist es aber genug. Schluss mit irgendeinem Herumdealen und Pokern. Lasst uns zu einer Entscheidung kommen. Eine Entscheidung, ja. Auf die wartet man in Brüssel, aber nicht nur dort in Sachen Brexit. Professor Zimmermann, lassen Sie uns noch mal diese Option einer weiteren längeren Verlängerung des Brexits weiterdenken. Denn diesen Termin gibt es ja, weil die Europawahlen anstehen und weil die organisiert werden müssen. Was bedeutet es denn, wenn die Briten noch mal mitwählen? Naja, also es bedeutet, ja, das Problem ist, dass sie eben dann auch mitbestimmen. Ja. Das Europäische Parlament hat ja im Gegensatz zu dem, was man in der Öffentlichkeit noch manchmal denkt, inzwischen sehr wichtige Mitentscheidungsrechte, auch was finanzielle Ausstattung betrifft, was die Wahl der Kommission betrifft und so weiter und so fort. Und die Vorstellung, ja, dass diese britischen Europaparlamentarier eben mitbestimmen, für kurze Zeit sehr wichtige Entscheidungen treffen und dann einfach ausscheiden. Das ist eben natürlich für die EU unvorstellbar. Also vermutlich, das hat man heute ja auch aus den Reden im Europaparlament herausgehört, für die EU wäre es am besten, wenn eine Verlängerung, dann eine richtig lange Verlängerung. Und ich würde sagen,
dann schon die ganze, gesamte Wahlperiode. Aber natürlich ein Albtraum für alle Brexiteers und gegen das Ergebnis des Referendums. Und außerdem würden aber dann die Brexiteers, also diejenigen, die eigentlich rausgehen wollen, die würden dann ja auch wahrscheinlich antreten zur Europawahl und wieder mitgewählt werden. Das wird ja auch die Zusammensetzung natürlich des Europäischen Parlaments sehr verändern. Also auch jetzt sitzen da ja schon welche drin. Also die Brexiteers würden das natürlich als eine Plattform benutzen, um anti-europäisch aufzutreten und halt zu versuchen, ihre Sicht der Dinge darzustellen, auch nach Großbritannien natürlich. Aber auf der anderen Seite, die Brexit-Gegner haben schon angekündigt, bring it on, wie man auf Englisch sagt. Ja, wir wollen, nach dem Motto, wir können das genauso gut, wir können es auch als Plattform für den Kampf gegen den Brexit dann benutzen. Dann würde in Großbritannien eine wirklich lebhafte Europawahl stattfinden. Und das denke ich auch. Also ich glaube, es wäre heiß umkämpft. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute würden sich auf beiden Seiten engagieren, was man in den vergangenen Jahren ja nicht erlebt hat. Also wir hatten Wahlbeteiligungen um die 30% in der Vergangenheit. Und nur deswegen konnten die Extremisten um Nigel Farage von UKIP so viele Mandate erringen für das Parlament in Brüssel und Straßburg. Also Sie würden eher sagen, das ist demokratisch gesehen, das würde dem ganzen Europäischen Parlament würde es eher gut tun, wenn die Briten noch mal mitwählen, auch wenn sie den Brexit weiterhin vor Augen haben. Ja, ich verstehe die Argumentation von Präsident Macron. Er ist besorgt, dass das, was er als die britische Krankheit bezeichnet, die europäischen Institutionen, auch das Parlament infizieren würden. Und unter Umständen würde das Europäische Parlament reduziert werden auf eine Bühne für die Gegner und Befürworter von Brexit. Also das ist ein Argument. Weiter, dass in anderen Ländern gibt es das Problem des Nationalismus, des Populismus, der aber ja noch dazu spielt. Es ist nichts Neues, dass eben radikal antieuropäische Kräfte im Europäischen Parlament sind und da ja nun mal nicht die gesamte Souveränität auf die EU übertragen ist, sondern dass weiterhin eine politische Frage ist, wie viel man übertragen muss, ist es auch normal, dass diese Frage prinzipiell im Europäischen Parlament debattiert wird. Also Sie sind zuversichtlich, Europa hält das aus? Ja, das denke ich schon. Die Frage wäre natürlich aus Sicht von beispielsweise Präsident Macron, die Frage wäre, wie viel Zeit geht im Parlament drauf, werden die beiden versuchen, ihre diversen Sicht der Dinge durchzusetzen, wenn wir haben in den letzten 2 Jahren im Londoner Parlament so gut wie nichts gemacht außer Brexit. Es stehen jetzt wirklich sehr viele Gesetzesentwürfe da. Sie liegen an, aber es gibt keine Zeit, sie zu diskutieren und durchs Parlament zu bringen, weil Brexit die gesamte Tagesordnung verschlingt. Mhm. Und ich denke, die Europäer würden sich nicht freuen, wenn sowas Ähnliches dann exportiert wird. Ja, genau. Ja. Also insofern, man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, die EU täte besser daran, jetzt tatsächlich ein Machtwort zu sprechen nächste Woche und zu sagen, so jetzt ist Schluss. Wir stellen euch den Stuhl vor die Tür, weil ihr könnt euch nicht entscheiden. Aber das möchte wahrscheinlich Brüssel auch nicht tun, oder? Dann hätte Brüssel den schwarzen Peter. Ja. Dann könnte man sagen, ja gut, ihr habt uns ja rausgeschmissen. Also insofern, dann müsste das eine Entscheidung entweder des britischen Volkes oder des Parlaments sein. Ist das ein Kalkül, was die Brexiteers so immer mitdenken, dass ihnen der Stuhl von der EU vor die Tür gestellt wird, wo man dann eben den schwarzen Peter tatsächlich weitergibt? Könnte sein. Sie haben natürlich immer gehofft, dass sie Schützenhilfe so quasi unfreiwillig bekommen. Das ist sicher. Aber ich denke, die EU wird in Fragen in Bezug auf die Verlängerung immer wieder sich kompromissbereit zeigen, weil sie wirklich den schwarzen Peter nicht haben wollen. Aber in den Sachen, wenn es wirklich um die Architektur des Binnenmarktes geht oder wie man eine Zollunion aufstellt und so weiter und so weiter, da geben sie, glaube ich, keinen Zentimeter nach. Und das ist die große Fehleinschätzung der britischen Regierung. Die britische Regierung hat wirklich gedacht, sie kann dieses Pokerspiel bis zum letzten Augenblick betreiben und dann würde die EU in den wichtigsten Fragen nachgeben. Aber es war doch immer klar, die EU hat ja immer gesagt, das ist nicht verhandelbar. Weder die Personenfreizügigkeit noch eben dieser freie
diese Zollschranken, dass wir das errichten. Ja? Der Backstop ist ja das, worüber sich letztendlich der Streit entwickelt. Ja, aber es gibt ein Mythos in der Gemeinde der Brexiteers in Großbritannien. Und dieser Mythos ist, am Ende kommt Angela Merkel und sagt, ja, wir geben auf der ganzen Reihe nach, weil wir unsere Autoindustrie retten wollen. Und diese Fehleinschätzung lebt heute noch. Also es ist einfach da. Manche Leute denken tatsächlich, die Deutschen werden irgendwann mal, Frau Merkel ruft Macron an und sagt, jetzt geben wir nach. Wir haben jetzt genug gespielt. Und diese Fehlkalkulation, ich glaube nicht daran. Ich habe nie daran geglaubt, dass dies geschieht. Wir gehen rüber. Der Speaker ist wieder am Platz. Ja-Stimmen auf der rechten, 315. Nein, auf der linken, 310. Thank you. The eyes to the right. Ja, Stimmen rechts 315. Nein, Stimmen links 310. Die Ja-Stimmen haben sich also durchgesetzt. Bitte schön. Under the order of the House of today. Nach der heutigen Tagesordnung gehen wir nun über zum Committee of the Whole House, zum Ausschuss des gesamten Unterhauses. Yes, I take the point of order before we go into committee. The chairman of noch zur Geschäftsordnung, bitte. Present and correct. Point of order, Sir William Cash. Just been to the vote office and most unfortunately, for some reason we can't understand. Aus einem uns nicht ganz klaren Grund ist es leider so gekommen, dass ein Exemplar des Gesetzentwurfs irgendwie nicht richtig fertig geworden ist. Wir bekommen das im Augenblick, während ich zu Ihnen spreche, nicht zu Gesicht. Ja, das hat also nicht geklappt. Auch da, meine Fantasie, was hier alles nicht klappen kann, wird ein bisschen überfordert. Es kann ja sein, dass irgendetwas nicht funktioniert hat und deshalb der Gesetzentwurf nicht vorliegt, den der Abgeordnete gerne in Kopie vorlegen wollte. Das ist unglücklich und ich hoffe, dass man das schnell wieder hinbekommt. Ich bin dankbar für diese beiden Hinweise von der Seite. Es ging also um den Änderungsantrag, glaube ich, der nicht vorliegt. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt das Papier da ist. Gut, dann werden wir uns das anhören. Bitte schön. Auszug aus der Europäischen Union Nummer 5. Ich muss dem Ausschuss mitteilen, dass ich zum Papier, das im Büro vorliegt, Folgendes sagen kann. Die Papiere liegen nun vor. Eine Abstimmung erfolgt spätestens um 10 Uhr um den Hauptantrag, um den es hier geht. Andere Anträge können getrennt vorgelegt werden. Änderungsanträge werden auch berücksichtigt. Ich möchte eine Diskussion über meine Gründe für die getroffene Auswahl nicht ermöglichen. Wir fangen an mit Änderungsantrag 13. Da geht es um Änderungen bei der Ziffer 1, Ziffer 2 und einer weiteren neuen Klausel entsprechend Ihren Unterlagen. Ich beginne nun mit Änderungsantrag 13. Bitte schön. Ich möchte in aller Form Folgendes beantragen. Das, was hier vorgelegt worden ist. Möchte jemand dazu noch etwas sagen, zu diesem Änderungsantrag? Im Augenblick anscheinend nicht, doch. Chukamuna! 16.
Danke. Ich möchte Folgendes sagen. Es ist doch sehr laut hier, wenn einige reinkommen, andere rausgehen. Ich habe also nicht genau mitbekommen, welche Änderungsanträge ausgewählt worden sind. Vielleicht können Sie das noch einmal sagen, damit wir das alle mitbekommen. 13 plus 20 plus 21, 22 plus 1, 14, 6, 2, 4, neue Klausel 5 und 7, neue Bestimmung 13. Ich hoffe, das ist irgendwie dann doch letztlich hilfreich gewesen. Ja, noch Folgendes. Ich möchte Folgendes fragen. Ist das jetzt in dieser Form auch für alle Abgeordneten verfügbar? Ja, ich hatte gedacht, das hätte vorgelegen. Aber wenn nicht, wird daran gearbeitet. Wir hatten das Problem, dass der Zeitplan zu eng war und wir haben da nicht alles rechtzeitig hinbekommen. Deswegen habe ich hier weiterhelfen wollen. Ja, danke für die Wiederholung der Thematik, die vorgetragen worden ist. Vielleicht kann man das noch etwas langsamer machen, damit wir geistig folgen können. Ja, Mr. Speaker, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir 10 Minuten unterbrechen, damit alle Anwesenden ein Exemplar der Änderungsanträge bekommen und auch eine Liste mit den von Ihnen ausgewählten Punkten? Ja, es geht darum, wo wir jetzt stehen beim Druck und bei der Vervielfältigung. Anscheinend kommt noch nicht sofort was. Dann möchte ich vielleicht noch einmal wiederholen, um zu sehen, ob wir vielleicht bei den Zahlen weiterkommen. Artikel 50, Verlängerung, 13, 20. Das hatten wir schon. Ich hatte das alles schon mal gesagt. 21, Ziffer 22 plus 1, Ziffer 1, plus 14, plus 6, plus 12, plus die neue Klausel 4, die neue Ziffer 5, die neue Ziffer 7, die neue Ziffer 13, die Regierung. Ich möchte das alles nochmal vortragen. 13, 20, 21, 22 plus 1, 1 plus 14, plus 6, plus 2, neue Ziffer 4, neue Ziffer 5, neue Ziffer 7, neue Ziffer 13 der Regierung. Hat das irgendwie Ihnen weitergeholfen? Ja, danke für den Versuch der Klärung. Gut, die Gruppierung ist jetzt klar geworden, aber vielleicht noch eine Frage zu der Aufteilung. Ja, wir haben das gruppiert und das sollte eigentlich eine Hilfe für das Unterhaus sein. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die Sie ansprechen möchten? Ja, wir haben keine Listen der Änderungsanträge anscheinend vorliegen. Könnten Sie darum bitten, dass man mit aller Dringlichkeit diese Listen an die Abgeordneten verteilt, damit wir durchblicken können? Ja, das wird gemacht. Ich sage ganz einfach, ja, wir arbeiten hier so schnell es geht. Und das ist eine Aufholjagd, möchte ich sagen. Wir wissen, wo wir anfangen müssen. Und wir könnten jetzt auch bei 1 schon anfangen, während verteilt wird. Gut, die Zeit drängt. Ich möchte mal sehen, wer ums Wort bittet. Und ich schaue mich mal um, wer sich da freiwillig meldet. Bitte schön. Zur Geschäftsordnung. Ja, wenn wir an die neue Regelung denken, wo das ganze Haus zusammengeführt werden soll, gewissermaßen bei diesen schwierigen Fragen, und während Sie darauf warten, dass Sie die Änderungsanträge verteilt worden sind, da wäre es vielleicht hilfreich, wenn ich hier darauf hinweise, dass das Grand National Rennen von einem Pferd namens Tiger Row bestritten werden wird. Falls das jemanden interessiert, habe ich es hiermit mitgeteilt. Ja, während
Während wir also warten, bis die Liste vorliegt, könnten Sie uns dann sagen, wann Sie eine dritte Lesung vor 10 Uhr durchführen wollen. Denn wir wüssten ganz gerne, was auf uns zukommt bei der Erörterung der Änderungsanträge, die ja bald hoffentlich uns unterbreitet werden. Eine dritte Lesung gibt es nicht. Das liegt aber beim Unterhaus. Ich will hier nur irgendwie weiterkommen, damit dann auch mal vielleicht noch Reden kommen. Ich will mal gucken, wer noch ums Wort bittet. Bitte schön. Sorry, Sir William. I'm most grateful. You just called, I think. Ja, ich glaube, Sie haben jetzt Änderungsantrag 13 erwähnt. Bei der Auswahl heißt es Edith Cooper. Ich habe hier aber eine Liste vorliegen, wonach 13 auf meinen Namen lautet. Ich will hier Ihnen weiterhelfen. Auf meinem Papier, auf dem ich arbeite, ist das auf Vet Cooper ausgestellt, den Abgeordneten Vet Cooper, die Abgeordnete Vet Cooper. Danke, Mr. Deputy Speaker. Ich möchte ganz kurz etwas zu dem Änderungsantrag in meinem Namen und für Dorset West sagen und dann auf die anderen Änderungsanträge später noch eingehen in die Diskussion, wenn andere Abgeordnete die Gelegenheit gehabt haben, ihre Änderungsanträge vorzustellen. Das sind nur zwei kleine Formulierungsfragen. Erstens müsste korrigiert werden in Ziffer 1 auf Seite 1, Zeile 6. Da wird Bezug genommen auf Kapitel 1, Section 1, das ist gemeint, und der zweite Änderungsantrag, der ist nicht 2018 gemeint, sondern es geht um das Austrittsabkommen 2018. Das sind nur einige kleine Erklärungen dazu. Ja, ich habe das gestern Nacht durchgesehen. Section 1, Unterabschnitt 2. Ist das nicht die Schwierigkeit, hier gewissermaßen auf die schnelle Gesetze durchzubringen? Das ist doch alles viel zu sehr mit heißer Nadel genäht. Und dann passieren solche Fehler. Dann hat man das falsche Kapitel, die falsche Section erwähnt, und dann verstehen manche gar nicht, was hier gemeint ist. Zeigt das nicht, wie gefährlich es ist, was wir hier machen bei einer so wichtigen Verfassungsänderung, wenn man hier mit heißer Nadel arbeiten will? Ja, das ist natürlich auch bedauerlich. Aber wenn man 9 Tage nicht da ist, dann passiert sowas. Und das ist keine Situation, die wir uns gewünscht haben, dass wir jetzt so schnell erleben müssen, dass uns die Zeit davonläuft. Und die Premierministerin hat ja erst im Januar die Austrittsabkommen in ihren verschiedenen Entwürfen vorgelegt. Also das sind die Umstände, unter denen wir leben müssen. So hat sich das alles ergeben. Ich kann vielleicht noch Folgendes sagen. Ich habe gerade im Abstimmungsamt erkundigt. Es geht um das Dokument mit 15.1.5 Änderungsanträgen. Das ist vielleicht eine Erklärung zu der Frage von vorhin. 15 gedruckte Seiten sind das Dokument, das hier gemeint ist. Ja, danke. Ja, ich danke für diesen Hinweis. Das ist in der Tat eine Frage für die Geschäftsordnung. Ist es nicht so, dass wir alle in Ausschüssen schon gewesen sind, wo Regierungsentwürfe vorgelegt worden sind? Und das kann man dann jeden Tag dort machen, wann man will, 10 oder 100 verschiedene Änderungsanträge, bevor das irgendwo anders weitergeht. Und hier kommen einige Kleinigkeiten zur Sprache. Und das ist aber nichts mit der üblichen Regierungspraxis. Ja, ich muss auch dazu sagen, dieser Entwurf ist im Grunde recht einfach zu verstehen. Wir müssen hier entscheiden, und wir verstehen ja auch, dass die Regierung von uns aus Zeitgründen Entscheidungen erwartet in den nächsten Tagen, wo ja die ganzen Ereignisse kommen sollen. Ich glaube, hier geht es gar nicht um die Reihenfolge der Änderungsanträge, sondern der Entwurf dieses Antrags im Rahmen Ihres Antrags Nummer 13 ist an sich Mist. Und der Grund dafür ist einfach der, Ihr
Antrag sagt, Abschnitt 2 rauszulassen und Abschnitt 1 einzufügen. Aber das hilft uns natürlich aus einem ganz einfachen Grund. Denn die eigentliche Bestimmung hier bezieht sich auf Abschnitt 2, die jetzt eben wieder hier unter Abschnitt 1 auf einmal auftaucht. Und da geht es um den Austrittsabkommen 2019, also 2019. Ich dachte, das wäre 2018 beschlossen worden. Ja, war, wurde es auch. Ich denke, dass mein Kollege erkennen würde, dass das nur ein Bezug war auf das Jahr, nämlich jetzt 2019, in dem das Austrittsabkommen quasi zum Gesetz würde. Ja, es gibt hier nämlich genau zwei Bezugspunkte zu zwei verschiedenen Gesetzen. Ein auf das Jahr 2019, wo das eben hier in Abschnitt 1 unter Abschnitt 2 beschrieben würde als Teil des Entwurfs. Wiederum der zweite in Abschnitt 2 und unter Abschnitt 1, das bezieht sich auf das vorangegangene Gesetz oder den Gesetzentwurf im vorangegangenen Jahr, also 2018. Vielen herzlichen Dank. Ich beziehe mich hier auf alle Änderungsanträge im Rahmen bezüglich der Pflichten im Rahmen dieses Gesetzentwurfs, die eben hier aus dem Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen rausgelassenen Sachen besonders relevant sind. Members and honourable members for Twickenham, Brighton Pavilion, Roskell Harbour sind und andere sind die Wahlkreise der Parlamentarier, die mir hier zugestimmt haben, dass mit diesem Gesetz der Zweck des Gesetzesentwurfs klarer dargestellt werden sollte. Der Europäische Rat hat eindeutig klargestellt, dass das Vereinigte Königreich nicht unbedingt eine Verlängerung bekommt für einen allgemeinen Zweck, sondern dass wir das spezifizieren müssen, für was genau wir einen solchen Aufschub beantragen möchten. Und bei verschiedenen Gelegenheiten haben hohe Vertreter der verschiedenen EU-Institutionen klargemacht, dass sie so einen Aufschub gewähren würden, zum Beispiel, falls hier der Grund wäre, dass eine Volksabstimmung stattfindet. Aber das ist eben kein Zweck, der in einem dieser Änderungsanträge genannt wird oder im Gesetzentwurf an sich. Natürlich argumentieren wir hier gegen ein No-Deal-Szenario im Rahmen dieses Gesetzentwurfs. Aber damit wir eben sicher gehen können, dass ein solcher Aufschub ein No-Deal-Szenario stoppt, dann müssen wir klarstellen, dass ein solches No-Deal-Szenario abzuwenden, wir einen genauen, spezifizierten Zweck für einen Aufschub benötigen, damit uns die EU einen solchen Aufschub auch gewähren wird. Und wir hätten das gerne als Volksabstimmung. Vielen Dank. Angesichts der Tatsache, dass die Premierministerin und der Oppositionsführer gerade irgendwas zusammen ausbaldowern, das hat ja nun auch wieder herum nichts mit einer Volksabstimmung zu tun. Ist das kein relevanter Punkt hier bei dieser Abstimmung? Ja, ich stimme Ihnen zu. Warum ist das auch wichtig? Und wie sind wir denn bis an diesen Punkt überhaupt gelangt? Denn in einer Demokratie, wie wir sie haben, sind wir jetzt an einem Punkt, wo es eben hier einen absoluten Stillstand gibt. Ich werde gleich dem ältesten Mitglied hier des Parlaments das Wort erteilen, aber lassen Sie mich das kurz zu Ende führen. Man hat hier unterschiedliche Mandate, die hier vertreten werden, und zwar in Bezug auf das Referendum im Jahr 2016 und natürlich auch das im Vergleich zu dem Abstimmungsergebnis einer ganz normalen Wahl hier fürs Parlament. Sie haben ja gesagt, dass man hier einen Grund braucht, einen spezifischen für eine solche Verlängerung, einen solchen Aufschub. Aber kann es nicht sein, dass wir als Grund angeben können, dass wir die politische Willenserklärung quasi final klären wollen, um eben da eben die zukünftigen Beziehungen festzulegen? Ich glaube, dass die meisten der europäischen Länder eine solche Entwicklung eines längeren Aufschubs über 2021 hinaus möglich wäre und für diese Länder auch
eine gute Option wäre. Ja, ich denke, dass ein solcher langer Aufschub die bevorzugungswerte Option wäre. Ich glaube, wir sollten keine Angst haben vor solchen Europawahlen, denn es heißt ja schließlich Demokratie. Und das bedeutet, dass unsere Wählerinnen und Wähler an diesem Prozess teilhaben können. Aber was hier ja auch gesagt wurde, ist Folgendes. Wenn wir uns die verschiedenen Punkte dieses Gesetzentwurfs angucken und die Pflichten, die dieser Gesetzentwurf der Regierung auferlegen möchte, dass wir einen Weg nach in die Zukunft finden, dass es dafür einen Kompromiss benötigt. Und ich glaube, dieses Gesetz sollte wirklich eine Pflicht der Regierung auferlegen, eben falls ein solcher Aufschub hier beantragt werden würde, dass die Meinung des Volkes hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und das beinhaltet natürlich den Kompromiss. Das Leichte, wenn man den Brexit aufhalten würde, wollen würde, wäre, das Ergebnis von 2016 zu ignorieren. Das ist natürlich alles eine sehr spezifische Debatte hier, aber nicht, dass wir jetzt irgendwas besprechen, was überhaupt nicht in dieser Form auf der Tagesordnung spricht. Also bleiben wir doch bitte beim Punkt. Ja, vielen herzlichen Dank an den stellvertretenden Sprecher des Hauses. Aber das bezieht sich, was ich gesagt habe, ja tatsächlich auf die Pflichten hier in diesem Gesetzentwurf. Und dieser Gesetzentwurf hat eine klare Mission und der liegt auch ganz offen da. Die Punkte, die mein Kollege angesprochen hat, betreffen vor allem die neuen Abschnitte bzw. Klauseln 4 und 5, eingebracht vom Kollegen aus Stone, wo es darum geht, die Art und Weise der oder den wesentlichen Charakter der einzureichenden Anträge einschränkt und eben beispielsweise hier im Unterhaus mit Nein stimmen zu können. Vielen Dank für diesen Ratschlag, aber ich glaube, es ist genau andersherum. Ich habe gesagt, ja, wir können hier flexibel über dieses Thema sprechen, aber wir müssen so oder so über den Kern hier der Tagesordnung sprechen. Bitte schön. Ich frage mich nur gerade, ob mein geschätzter Kollege etwas erkannt hat oder realisiert hier. Ich hätte das nämlich gerne als Klausel in diesem Gesetzentwurf. Das würde natürlich dazu führen, dass das Ganze eben zu Budgetfragen übergeht. Also das könnten Sie doch auch machen. Ja, ich wünschte, es wäre so, dass unser Änderungsantrag vom geschätzten Kollegen unterstützt worden wäre. Aber was ich sagen wollte, ist der Zweck, für den wir einen Aufschub erzielen möchten, ist hier noch nicht in den Pflichten dieses Gesetzentwurfs klar festgelegt. Und ich möchte mich beim stellvertretenden Sprecher des Hauses entschuldigen, wenn er der Meinung ist, dass ich nicht hier mich wirklich auf den Kern der Angelegenheit konzentriere. Ich versuche einfach nur hier klar dieser Verhandlungsphase, der Phase der Ausschüsse gerecht zu werden, indem wir hier alle Aspekte mit einbeziehen. Also, ja? Ich habe das auch nur Minuten vorher erhalten, genau wie Sie. Also bitteschön, das können Sie doch auch schaffen, da über den Kern der Sache zu debattieren. Ja, ich möchte da kurz den Punkt noch zu Ende bringen. Letztlich ist es doch so, wir brauchen hier einen Kompromiss. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Öffentlichkeit das auch erwartet. Wir müssen hier in diesen Pflichten, die dieser Gesetzentwurf beinhaltet, klar festlegen, dass wenn die Regierung einen Aufschub ersucht zum Zwecke einer Volksabstimmung, ist aus meiner Sicht ein Kompromiss. Teilweise, weil es eben verschiedene Wege gibt, auf die man oder mittels derer man abstimmen kann, hier eine solche Volksabstimmung durchführen kann. Zum Beispiel, wir alle mögen hier das Austrittsabkommen, das uns die Premierministerin vorgelegt hat, das mögen wir nicht. Das haben wir ja kundgetan. Aber vielleicht ließe sich das Wiederum über eine Volksabstimmung regeln. Und ich wollte mich eben genau auf diese Punkte aus einem Grund konzentrieren. Wenn wir diese Punkte nicht ansprechen, dann ignorieren wir die Tatsache, dass eben hier eine Volksabstimmung überhaupt nicht zur Debatte steht oder erwähnt wird. Was sagen wir denn zu der 1 Million Leute, die hier
am Wochenende auf der Straße waren. Was sagen wir denn den 2 Millionen jungen Menschen, die jetzt wahlberechtigt sind, aber vor 3 Jahren noch nicht wahlberechtigt waren? Was sagen wir zu den 6 Millionen Leuten, die diese Online-Petition des Parlaments unterzeichnet haben, bitte nicht aus der EU auszutreten? Was sagen wir zur Mehrheit der Menschen in dem Land, die für dieses Chaos hier ganz bestimmt nicht gestimmt haben? Daher ist es wichtig, dass wenn wir einen Aufschub möchten und beantragen möchten, dann sollten wir das tun, um diesen Menschen Gehör zu verschaffen und die abschließende Abstimmung darüber zu ermöglichen, um aus diesem Desaster hier wieder rauszukommen. Vielen herzlichen Dank, geschätzter Kollege. Ich möchte hier den Mitarbeitern des Unterhauses danken für ihre großartige und mühevolle Arbeit, mit denen sie sichergestellt haben, dass wir diese ganzen Änderungsanträge vorliegen haben. Denn es ist ja auch so nie da gewesen, dass auf diese Art und Weise ein Gesetzentwurf eingebracht wird. Und genau wie mein Kollege aus Newbridge haben mein geschätzter Kollege aus West Dorset zum Beispiel und ich diese Bemühungen unterstützt, hier Raum zu schaffen auf der Tagesordnung heute hier des Unterhauses, eben solche Probeabstimmungen zuzulassen. Und ich beziehe mich da auch auf meine eigenen Änderungsanträge während solcher Abstimmungen. Das heißt, ich beziehe mich da hier auf die Möglichkeit, solche Debatten hier zu führen und solche Abstimmungen. Aber wie mein geschätzter Kollege aus Newbury, glaube ich, dass das jetzt eine ganz andere Art von Grund ist, quasi hier, dass das Parlament hier die Kontrolle über den Prozess übernimmt. Und ich möchte hier mal Bezug nehmen auf die Änderungsanträge 20 und 21, die ich eingereicht habe. Änderungsantrag 21 beschreibt in Unterabschnitt 3 von Klausel 1 ein maximal mögliches Austrittsdatum am 30. Juni 2019 für diejenigen, die eben von der Regierung gewählt würden. Und Änderungsantrag 21 sorgt dafür, dass Unterabschnitte 6 und 7 ganz wegfallen. Das bedeutet, dass eben das Raum schafft, wie wir als Unterhaus hier mit diese Situation quasi an die Europäische Union mit einem Angebot herantreten. Und mein Grund, warum ich diese beiden Änderungsanträge eingereicht habe, ist, dass viele geschätzte Kollegen ja auch schon dargelegt haben, dass dieser Gesetzentwurf hier übereilt ist und zu schnell eingereicht wird und durchgereicht werden soll, quasi kurz vor Schluss erst eingereicht wird. Aber es bedeutet, dass das wirklich ein sehr ungewöhnlicher Gesetzentwurf ist, denn er versucht ja, die Regierung, der Regierung quasi die Hände zu binden bei einer Angelegenheit, die ja ansonsten eigentlich der exekutiven Befugnis der Regierung unterliegt, zumindest im internationalen Rahmen so üblich ist. Und in beiden Änderungsanträgen wird hier klar anerkannt, dass eben der Gesetzentwurf jetzt in zweiter Lesung sich befindet. Aber nichtsdestoweniger möchte eben dieser Gesetzentwurf den Rahmen und die Machtbefugnisse der Regierung einschränken. So, zum Thema Änderungsantrag 20, da steht, ja, jedes Datum kann hier in Unterabschnitt bzw. Klausel 1, Unterabschnitt 2 gelistet werden. Sollte es dennoch als maximales spätestes Austrittsdatum den 30. Juni 2019 festschreiben oder sollte nicht möglich sein, dass ein Datum ausgewählt wird, entweder von der Regierung durch einen Änderungsantrag hier im Unterhaus, der später zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Prinzip hier angesichts der Tatsache, wie schnell dieses Gesetz hier eingereicht wurde, damit eben das Unterhaus und die Regierung und die Premierministerin die Möglichkeit haben, einen Aufschub zu beantragen, einen kurzen Aufschub, wie die Premierministerin ja schon gesagt hat. Und es würde einem Szenario vorbeugen, wo die Regierung oder dann auch dieses Parlament hier durch einen Änderungsantrag einen sozusagen langen Aufschub beantragen könnte, der letztlich zur Widerrufung des Artikel 50 führen würde. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Kommentar aufgreifen, der vorhin vorgetragen wurde. Wenn ich den Sinn der beiden Änderungsanträge richtig verstanden habe, soll mit dem zweiten die Unterabschnitte 6 und 7 gestrichen werden, die erwähnt wurden, also der 30. Juni als Datum der Verlängerung
Unter Abschnitt 5 bleibt aber, und ich verstehe das so, dass das Unterhaus den 30. Juni ändern könnte, der hier angestrebt wurde als Maximum, das die Premierministerin in dem Antrag unter Unterabsatz 2 vorsehen könnte. Ist das in der Tat das Ziel, die Stoßrichtung des Änderungsantrags? Ja, wir haben uns das nur kurz anschauen können, aber mit meinem Änderungsantrag, glaube ich, haben wir eine zeitliche Begrenzung. Und unter Abschnitt 2 würde dann da darauf abzielen. In 3 wird ja ausdrücklich auf 2 verwiesen, und das ist eben der Antrag, der hier im Unterhaus zur Abstimmung gelangen soll. Die Folge meines Änderungsantrages wäre es also, dass eine Grenze mit dem 30. Juli gezogen würde, unabhängig von dem, was in 5 gesagt wird. Ja, so sehe ich das eigentlich nicht, denn in Unterabschnitt 5 heißt es ja, wenn der Antrag in 2 im Hinblick auf 1 mit einem Änderungsantrag angenommen wird, dann ist das das Datum, das die Premierministerin haben wollte. Und das macht doch deutlich, dass der Antrag der Premierministerin geändert werden kann. Und wenn das Unterhaus also einen alternativen Zeitpunkt zum 30. Juni vorschlägt, dann würde die Premierministerin das anstreben müssen bei ihren Gesprächen mit der Europäischen Union. Ich sehe das anders. In Unterabsatz 3 in geänderter Fassung, wenn mein Antrag also angenommen wird, wäre das dann nicht mehr möglich. Dann könnte man nicht mehr eine Änderung vorsehen beim Datum nach 2 über den 30. Juni hinaus. Das ginge dann nicht, denn in Unterabsatz 3 wird ja klar gesagt, dass das nicht später sein darf als der 30. Juni 2019. Ja, ich möchte eigentlich der Auslegung des Kollegen dort drüben zustimmen. Ein Antrag kann die Gesetzgebung nicht aushebeln. Wenn das also später endet, dann hat der Gesetzentwurf den Vorrang. Ich sehe das als die richtige Auslegung, wie ich sie gerade vorgetragen habe. Ja, danke für diesen Hinweis. Ich kann aber, damit das Ganze gilt, darauf hinweisen, dass dann unter Absatz 3 überhaupt nicht bestehen würde. Wenn unter Absatz 3 geändert wird, wie ich das angeregt habe, mit meinem eigenen Änderungsantrag 20, dann glaube ich, würde dadurch die Bedingungen geändert, unter denen unter Absatz 2 ausgeübt werden würde. Und das würde sich direkt auf die Lesart von unter Absatz 5 auswirken. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Es ist doch so praktisch wie bei meinem eigenen Antrag. Weshalb ist denn der 30. Juni ausgewählt worden als Datum? Wie kommt das zustande? Ja, die Kollegin macht da einen wichtigen Hinweis. Ich habe dieses Datum vor allem deshalb gewählt, weil ursprünglich die Premierministerin ja angedeutet hatte, dass sie eine kurze Verlängerung anstreben könnte bis Ende Juni. Uns ist nun klar, dass es mit den Europawahlen noch Probleme geben könnte. Und wenn wir eine lange Verlängerung anstreben sollten, dann müssten wir uns fragen, ob wir die Europawahlen beschreiten sollten, ohne Kandidaten meinetwegen aufzustellen. Ich habe folgende Vorstellung. Wenn wir den 30. Juni als Maximum, als Endzeitpunkt nehmen, dann steht es der Regierung frei zu sagen, wir wählen selber meinetwegen den 22. Juni als Datum. Wenn aber meinetwegen man es für erforderlich halten sollte, etwas länger am Ball zu bleiben bis zum 30. Juni, dann würde es dann allen Parteien offen stehen als Möglichkeit, auch der Europäischen Union Gespräche darüber zu führen, ob es in der Tat nötig ist, Europawahlen hier in diesem Lande abzuhalten, da es ja nur eine kurze Verlängerung um einen weiteren Monat wäre. Bei den Beamten in Großbritannien überlegt man ja auch, ob bei einer kurzen Interimsregelung die Möglichkeit bestehen könnte, Delegierte aus diesem Unterhaus als Vertreter in das Europäische Parlament zu entsenden. Ist es nicht so, dass die Europäische Union eindeutig gesagt hat, dass die maximale Verlängerung, die überhaupt möglich ist, und das muss ja auch erstmal Zustimmung finden, eine Verlängerung, kein Widerruf, der 22. Mai wäre. Es sei denn, es gibt eine wirklich lange Verlängerung, um 21 Monate oder jedenfalls einen langen Zeitraum.
Unter solchen Umständen müssten wir an den Europawahlen teilnehmen. Wenn dieser Vorschlag hier also angenommen würde, dürfte das kaum bei der Europäischen Union ankommen. Und das würde uns dann nur dazu führen, dass wir eine No-Brexit-Situation bekommen. Dazu kann ich Folgendes sagen. Mein Änderungsantrag 20 ist großzügig gegenüber der Regierung, bietet eine Option an, wenn sie es erforderlich hält, nach EU-Recht hier bei Unterabsatz 2 ein Datum festzulegen. Das wäre der 22. Mai, meinetwegen. Aber wenn alle Parteien es für erforderlich halten sollten, auch die Europäische Union, dass um ein Austrittsabkommen zum Ziel zu bringen, dann vielleicht noch einige Zeit mehr möglich sein sollte. Gut, im Mai geht das wohl nicht für die Regelungen. Wir brauchten dann aber bei uns keine Europawahlen abzuhalten. Und eines der größten Probleme, das wir im Augenblick gehabt haben bei all diesen Verhandlungen, liegt doch darin, dass die Tendenz besteht, sich allzu sehr Sorgen zu machen wegen der Feinheiten des sogenannten europäischen Rechts. Mein Kollege, der Staatssekretär für Umwelt, hat vor kurzem dazu mir gesagt, dass er neulich ein Treffen gehabt hat, zusammen mit Ministern europäischer Staaten, die darauf hingewiesen hatten, wenn die Politik es erforderlich macht, dann ist es immer möglich, etwas zu ändern oder das europäische Recht kurz auszusetzen. Wenn es nötig ist und Altparteien recht ist, dann kann man doch eine schwierige Krise mit einer vernünftigen Lösung zum Verschwinden bringen. Ja, es geht doch ums internationale Recht, um das Völkerrecht. Wir haben da die EU, wir haben Wahlen zum Europäischen Parlament und dann hat man das Recht, an diesen Wahlen teilzunehmen. Wenn die Verhältnisse so sind, dann kann man doch im europäischen Recht vertreten sein und hat ein Recht darauf. Gut, es gibt natürlich häufig einen Weg, wo ein Wille da ist, aber in diesem Fall müsste man wirklich einen internationalen Vertrag ändern, um eine Verlängerung bis zum 30. Juni ohne die Wahlen zu kommen. Und deswegen ist die EU ja nur darauf bedacht, dass man hier eine Regelung zum 22. findet. Ja, die Kollegin sagt da etwas, was ich verstehe, aber dazu Folgendes. Schweden, anders als Dänemark und das Vereinigte Königreich, hat nie die EU so sehen wollen. Man hat beim Euro dort nicht mitmachen wollen. Schweden hat also so gesehen gegen internationales Recht seitdem verstoßen, denn man hat dort nie die Dinge aktualisiert im Hinblick auf den Euro und die Mitgliedschaft. Es ist doch so, es geht jetzt um einen Monat nach meinem Änderungsantrag. Wenn man es für erforderlich hält, dass wir eine Lösung finden müssen, um die Mitgliedschaft zu verlängern, um ein Austrittsabkommen durchzubekommen, wie es vorliegt, dann ist es doch wohl möglich, irgendwie da eine Regelung zu finden, auch wenn in irgendeinem Vertrag etwas drinsteht. Das wäre ja doch nicht das erste Mal, dass die Europäische Union so etwas praktiziert. Aber vielleicht noch Folgendes, wie vorhin schon gesagt, wenn die Regierung glaubt, dass die Verträge unverletzlich sind und dass sie auch nicht geändert werden können, auch nicht meinetwegen für 4 Wochen, dann steht es natürlich allen offen, den 22. Mai anzupeilen. Ich wollte nur Optionen anbieten, wenn man sich einigen könnte mit der Europäischen Union und anderen betroffenen Parteien, hier ein Datum, wie ich es genannt habe, anzustreben und zu erreichen. Ich glaube, ich muss darauf hinweisen, dass die Frage des Datums natürlich knifflig ist. Ich bin natürlich nicht für irgendeine Verlängerung, aber man hat den 22. Mai genannt als Schlüsseldatum. Ich habe mit Herrn Verhofstadt mich getroffen und er dachte, vielleicht kann man noch den 30. nehmen. Das ist eine etwas offene Frage. Also ich glaube, der Kollege dort drüben hat mit Recht darauf hingewiesen. Ich glaube, eines der Probleme bei all diesen Verhandlungen besteht darin, dass man sich wegen irgendwelcher Verträge aufregt. Wir haben doch ein größeres Dilemma. Es geht um uns und um die Europäische Union und die Frage, wie regeln wir diese politische Krise? Wie finden wir eine Lösung für diese Streitigkeit? Wie können wir Einigkeit erreichen in unserem Land, eine Versöhnung und ein Ergebnis dieser Diskussion, das die Brexit-Thematik beendet und das Referendum-Ergebnis von 2016 würdigt?
Ja, meine Damen und Herren, während das Unterhaus in den Ausschüssen debattiert über dieses Gesetz, was die Premierministerin starke Zügel anlegt, was ein No-Deal anbelangt oder eine Verlängerung, gehen wir einmal kurz raus. Denn gleichzeitig hat ja heute das erste Treffen stattgefunden zwischen Theresa May und Jeremy Corbyn. Gestern nach der langen Kabinettssitzung hatte die Premierministerin ja entschieden und gesagt, okay, ich bewege mich jetzt auf die Opposition zu. Und dieses erste Zusammentreffen des Labour-Chefs mit der konservativen Premierministerin ist zu Ende gegangen, hat länger gedauert, als eigentlich angesetzt war. Von Theresa May haben wir nichts dazu gehört, aber Jeremy Corbyn hat sich geäußert. Sind Sie zu einer Einigung gekommen? Wir haben ein Gespräch geführt. Es gibt nicht so viele Änderungen, wie ich erwartet habe, aber wir werden morgen noch weiter miteinander reden. Und natürlich über verschiedene Probleme. Ich fand dieses Treffen nützlich, aber ohne klares Ergebnis. Akzeptiert denn die Premierministerin einige ihrer Vorgaben, zum Beispiel die Zollunion? Wir haben länger darüber gesprochen und ich habe die Haltung der Labour-Partei dargelegt. Wir wollen eine Zollunion mit der EU. Wir wollen Marktzugang und wir haben insbesondere über dynamische Regulierungen gesprochen, sodass wir die EU-Regulierungen als Mindeststandard festsetzen. Und natürlich sind uns die Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz Regelungen sehr wichtig und da werden wir morgen noch weiter drüber sprechen. Nimmt es die Premierministerin denn ernst, wenn sie sagt, sie will parteiübergreifend eine Einigung? Sie hat uns ja zu diesem Treffen eingeladen. Ich habe die Einladung angenommen, um unsere Haltung darzulegen. Sie hat die Haltung der Regierung dargelegt, aber das Ganze hängt wohl davon ab, dass das Austrittsabkommen, so wie es jetzt steht, akzeptiert werden muss. Das müssten wir also so annehmen. Und dazu kommen dann künftige politische Regelungen und Erklärungen. Und da gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten. Wurde denn das Thema der Parteipolitik angesprochen? Ja, das habe ich am Anfang getan. Ich habe ganz klar gesagt, das ist für uns Parteipolitik. Wir wollen die öffentliche Meinung schützen. Wir wollen keinen Crash-out und keine schlechte Regelung. Es gibt bisher keine Einigung, aber wir haben das Ganze schon mal auf die Tagesordnung gesetzt, gemäß unserer Parteitagsentscheidung vom letzten Jahr. Ist die Regierung offen dafür, eine Verlängerung über den 22. Mai hinaus anzustreben? Wenn es über den 22. Mai hinausgeht, dann gehört dazu natürlich eine Beteiligung an den Europawahlen und das will die Regierung auf gar keinen Fall. Das haben sie sehr, sehr deutlich gemacht. Die Premierministerin hat das mir gegenüber und im Parlament sehr, sehr deutlich gemacht und deswegen ist sie sehr daran interessiert, nächste Woche im Parlament eine Einigung zu finden, die der EU gegenüber auch akzeptiert wird. Und im Schattenkabinett, da wurde ja schon gesagt, das Thema Referendum muss noch mal auf den Tisch. Ist das für Sie ein K.O.-Kriterium? Also mir ist keine Abrede angeboten worden. Ich habe auch selber nichts angeboten. Es ist immer nur wiederholt worden von der Premierministerin, wo sie aktuell steht. K.O.-Kriterien sind für die Zukunft nicht diskutiert worden. Sie haben ja dieses Drama miterlebt mit der unentschiedenen Abstimmung. Das heißt wohl, die Probeabstimmungen wird es nur noch geben, wenn Ihre Gespräche erfolglos bleiben. Ja, aber ich möchte, dass das Parlament eine Entscheidung trifft, hoffentlich in die von mir gewünschte Richtung gehend dabei. Das heißt eine Zollunion, Schutz der Arbeitnehmerrechte, Zugang zu Märkten. Wir werden daran weiter arbeiten, aber es wird natürlich nicht genau die gleichen Probeabstimmungen geben wie beim letzten Mal. Wir haben da noch wahnsinnig viel zu besprechen, bevor wir überhaupt eine Einigung finden.
Wie würden Sie denn allgemein diese verrückte Zeit einordnen? Da passieren ja unglaubliche Dinge. Die Hinterbänkler reißen das Parlament an sich. Ja, wenn die Geschichte des britischen Parlaments mal geschrieben wird, dann wird man das als eine faszinierende Woche betrachten. Aber im Grunde ist es ein vollkommen lächerlicher Ablauf. Die Regierung hat die Verhandlungen mit der EU begonnen vor 2,5 Jahren, ohne mit irgendjemandem darüber zu sprechen, ohne jemand anders mit an den Tisch zu holen. Sie haben einfach einen Gesetzesentwurf erstellt. Da wäre Henry VIII. Stolz drauf gewesen. Und jetzt hat die Opposition eben ihre Rechte zurückgefordert. Und natürlich haben wir jetzt diese sogenannten Meaningful Votes, die bedeutungsvollen Abstimmungen. Die hätten wir aber im Dezember schon haben sollen. Und wir haben jetzt 3-mal Nein gesagt. Das Parlament unterstützt einfach nicht das Abkommen, was sie ausgehandelt hat. Sie muss sich also mal irgendetwas ausdenken, was dieses Parlament akzeptieren kann und was in eine der von mir genannten Richtungen geht, zum Beispiel eben Zollunion. Wir haben sonst die große Gefahr, dass wir einen Absturz anstelle eines Austritts erleben. Ja, sagt Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, nach dem Gespräch mit Theresa May, der Premierministerin. Und Corbyn, Graham Lucas, der zeigt damit ganz deutlich eigentlich auf Theresa May und sagt, also sie ist es schuld, dass wir in der Situation sind. Er macht da noch mal ein bisschen Politik, aber viel Bewegung habe ich da nicht rausgehört. Nein, es entspricht eigentlich meinen Erwartungen für die erste Sitzung. Man hat sich ausgetauscht. Also es geht vielleicht einfach mal darum, festzustellen, wie die Stimmung ist. Interessant fand ich die Bemerkung von Corbyn, dass May sich ja nicht bewegt hat. Also er hatte offensichtlich erwartet, dass sie sich ein bisschen bewegt, hat sie aber nicht. Wahrscheinlich, weil sie hofft, dass er sich zuerst bewegt. Also man ist eben in einem Abtasten und sie setzen jetzt ihre Teammitglieder ein in weiteren Gesprächsrunden, um auszuloten, wo sie aufeinander zugehen könnten. Aber ehrlich gesagt sehe ich nicht sehr viel Spielraum, denn beide vertreten nach wie vor ihre Maximalforderungen. Im Moment sieht es so aus, als wären sie eingemauert. Morgen soll es ja weitere Gespräche geben. Professor Zimmermann, was haben Sie denn rausgehört? Haben Sie gehört, dass Corbyn da irgendwo so kleine Signale noch mal gesendet hat? Also nein, das große Signal hat er ja damit schon gesendet, dass er sich überhaupt zu Gesprächen bereit erklärt hat. Aber er hat ja ganz deutlich gemacht, wo seine Interessen liegen, welche Punkte er eben berücksichtigt haben will in der politischen Erklärung, die eben zu dem Deal dazugehört. Die Zollunion. Ja, die Zollunion, die Arbeitnehmerrechte, die Rechte für Konsumenten und so weiter und so fort. Und Theresa May muss sich eben jetzt überlegen, ob sie sich auf ihn zubewegt, beziehungsweise ob sie sich überhaupt auf ihn zubewegen kann, weil das hängt ja auch ganz klar von der Dynamik in ihrer Partei ab, genauso wie Jeremy Corbyn jetzt abwarten muss, wie die Reaktionen sind auf dieses erste wenn Sie Gespräch. Professor Zimmermann, wenn Sie Corbyn entgegenkommt, dann heißt das, sie verprellt in den eigenen Reihen Menschen, die Hardliner insbesondere, ein Entgegenkommen, also ein Deal mit Corbyn würde dann heißen, dass es zwangsläufig die konservative Partei gespalten wird oder dass dort Abgänge zu verzeichnen sind? Ja, also das mit Sicherheit. Es sind ja schon die ersten Abgänge heute bei der Ankündigung der Gespräche bekannt geworden und andere wichtige Vertreter eben der Hardliner haben ja schon erklärt, dass sie das auf keinen Fall mittragen würden, haben Corbyn also als Marxisten, Sozialisten und so weiter bezeichnet. Also das zeigt schon sehr deutlich, dass sie da für diese Art überparteiliche Zusammenarbeit keine Lust haben. Das zweite Referendum, Graham Lucas, das ist ja so eine Kernforderung immer von Corbyn gewesen, war jetzt ja auch gerade noch mal kurz Thema. Könnte das vielleicht ein Stein sein oder ein Steinchen, eine Stellschraube sein, an dem man drehen könnte? Ja, ich würde widersprechen, dass das eine Kernforderung von Corbyn ist. Er ist mehr oder weniger gezwungen worden auf dem letzten Parteitag der Labour-Partei im Oktober im vergangenen Jahr, ist er mehr oder weniger gezwungen worden, ein zweites Referendum anzusetzen als eine Option am Ende des Prozesses. Und ich fand es sehr interessant, dass er das Thema angesprochen hat. Frau May hat natürlich abgelehnt, wie er ja gesagt hat. Aber trotzdem
ist das wichtig aus seiner Sicht, dass er es gesagt hat? Weil schon während der Sitzung gab es ja schon auf Twitter erhebliche Unmutsäußerungen von Parteimitgliedern, die befürchtet haben, er lässt die Forderung nach einem zweiten Referendum fallen. Und da hat er dann extra gesagt, nein, ich habe es angesprochen. Und interessanterweise auch seine Stellvertreterin Emily Thornberry hatte dann während der Gespräche noch mal das zweite Referendum betont. Also und noch gesagt, mal nachgelegt. Ja, noch mal nachgelegt und gesagt, das ist ja eine Kernforderung der Labour-Partei in diesem Prozess. Also insofern ist die Labour-Partei schon von vornherein sehr bemüht, dass die Truppen sozusagen in ihrer Formation bleiben und dass niemand ausbricht. Ne? Also, jetzt ziehen wir mal für heute Abend einen kleinen Strich an dieser Stelle darunter, denn der Abend ist ja noch lange nicht zu Ende. Erste Kontaktaufnahme, tastende Ergebnisse, gleichzeitig debattiert das Unterhaus. Wo sind wir denn auf dieser tickenden Uhr? Wo sehen Sie im Moment London? Sie meinen jetzt 5:45? Ja, ja, also wir sind sehr, ja schon zwei Sekunden ja, vor 12. Wir sind sehr nahe ja. vor 12. Jetzt laufen eben zwei Prozesse sozusagen parallel. Das eine ist, wo das Parlament das Heft in die Hand genommen hat und versucht, eben eine bestimmte Option des Brexit auszuschließen. Und das zweite ist eben der Prozess, in dem versucht wird, in einer überparteilichen Einigung den Deal doch noch durchzubringen. Beides könnte sich in gewisser Weise ergänzen. Und wenn wir alle Glück haben, dann wird sich alles am Montag und Dienstag in Wohlgefallen auflösen. Und der EU-Gipfel nächste Woche kann das dann ratifizieren. Aber ich wage es noch zu bezweifeln. Das war ein sehr tiefes Durchatmen jetzt hier gerade bei Graham Lucas zu hören. Ja, ich nehme zwei Sachen aus dem heutigen Tag. Einmal, wenn dieser Gesetzentwurf von Yvette Cooper durchgeht, hat natürlich Theresa May die Möglichkeit zu drohen mit No Deal verloren. Mhm. Und das bedeutet natürlich eine erhebliche Schwächung ihrer Verhandlungsstrategie. Auch gegenüber der EU. Auch gegenüber der EU, aber auch intern im Unterhaus. Und der zweite Punkt ist, Jeremy Corbyn hat in diesem Interview angedeutet, dass die Probeabstimmungen doch noch nächste Woche wieder angesetzt werden können. Allerdings klingt das, als ob sie in der Regie der Regierung dann sein werden und dass die Regierung vielleicht dort nochmal versucht, die Stimmung unter den Abgeordneten auszulöten, wenn man weiß in etwa, wie diese Gespräche mit Corbyn in den nächsten Tagen verlaufen sind. Also die Suche nach dem Kompromiss geht weiter. Also es wird auch ernsthaft gesucht. Es wird ernsthaft gesucht und natürlich ringen die Abgeordneten mit ihren Prinzipien und ihren Vorstellungen. Sie machen es sich das Leben bei wirklich nicht einfach. Aber sie bemühen sich weiter. Ich sage an dieser Stelle danke Ihnen beiden, Professor Zimmermann, Graham Lucas, denn Sie beide haben uns jetzt bis hierhin durch die Nacht begleitet und das war wirklich sehr hilfreich und sehr aufschlussreich. Und wir schauen weiter, meine Damen und Herren, dem Bemühen zu, soweit wir es sehen können und nachvollziehen können, was vor den Kameras stattfindet im Unterhaus dort in London und dorthin gehen wir wieder zurück. Das hat nicht den Effekt, den man sich vielleicht vorstellt. Die Premierministerin wird dann nicht unbedingt aufhören, das zu tun, was sie sowieso tun will, sondern ihr die Möglichkeit an die Hand geben, weiterhin an die Hand geben, so wie sie es auch jetzt, so wie sie auch jetzt die Möglichkeit hat. Ich bin zurückgetreten von der Regierung, weil ich glaube, dass es richtig ist, dass die Exekutive Kontrolle über diese Entscheidungen hat. Wenn wir uns selbst in eine Situation manövrieren, in der die ganzen Parlamentarier versuchen, an dieser Debatte mit der Union EU teilzuhaben, haben wir ein Problem. Wir müssen hier das Risiko abwägen. Wir stehen vor einer vagen Entscheidung, was den Austritt aus der Union betrifft. Ich würde mich wieder so entscheiden, wie ich mich entschieden habe,
Ich würde die Regierung wieder verlassen, statt dieses Risiko einzugehen. Das ist einfach meine ehrliche Antwort. Er bekommt genau, was er bekommt. Die Premierministerin hat dann keine Möglichkeit mehr. Das ist natürlich eine Art, damit umzugehen. Gut, dass wir uns hier einig sind, wenigstens hier. Ich habe Angst davor, was eigentlich passieren könnte, nämlich wenn die EU große Forderungen stellt im Finanzbereich, wenn es um eine zu einer Verlängerung kommt und dass dann nicht der Mut hier besteht, dagegen aufzustehen. Ich glaube, dass No-Deal ein Fehler wäre. Ich wollte keinen No-Deal haben. Aber wenn wir diese Option komplett vom Tisch nehmen, dann untergraben wir unsere eigene Autorität. Im Anschluss daran, was gerade gesagt wurde, ist es nicht so, dass egal was passiert, egal was im Gesetzentwurf steht, kann die Premierministerin immer noch entscheiden, was sie will. Der Versuch, sie dazu zu bringen, dass sie um ein spezielles Datum bittet, wird sie nicht aufhalten. Sie kann eine dritte Forderung stellen, einen Parallelweg gehen. Selbst wenn wir den Gesetzesentwurf mit Änderungen verabschieden, kann die Premierministerin immer noch ihren Kurs verfolgen. Das ist ein guter Punkt. Ich denke, dass der Entwurf dieses Gesetzesentwurfs sich ja auch mit der Untersektion und dem Unterabschnitt 2 beschäftigt. Und das hat juristische Kraft, juristisches Gewicht. Das würde die Möglichkeiten, die Privilegien auszuüben der Regierung einschränken. Accept therefore that this House has voted to constrain those prerogative powers, but nevertheless then goes on to place constraints on the scope under which this House can exercise those powers. Wir werden da einfach insgesamt eingeschränkt werden durch diese Entscheidung, wenn wir sie treffen. Und wenn wir uns für den Unterabschnitt 22/21 entscheiden, dann sieht das anders aus. In Antwort auf das, was gerade gesagt wurde, ich denke, die Antwort ist einfach nein. Die Privilegien, die wir haben, hängen mit gesetzlichen Beschränkungen zusammen und die würden dadurch eingeschränkt. Wir können das natürlich voranbringen. Und das können wir, wenn wir uns die Änderung 22 anschauen. Dort geht es darum, diese Privilegien wieder einzuführen. Und das beschäftigt sich natürlich mit der Diskussion, die gerade über den Tag lief. Wir haben also durchaus die Wahl hier im Haus. Es kommt jetzt darauf an, wie wir sie treffen. Ich möchte hier nur die Fakten nochmal klar darstellen. Es gibt eine Wahl zwischen der Position, die gerade unterstützt wurde von Ihnen, die nämlich, bei der Sie wollen, dass wir diese Privilegien haben, diese Entscheidungsmacht, oder, wie ich es gerne hätte, dass wir diese Macht einschränken, sodass das Haus hier gewissermaßen einschränken kann, was die Premierministerin entscheidet oder akzeptiert. Well, thank you. I think my friend's comments were directed at the previous intervention, perhaps rather than directly at me, so I won't. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was gesagt wurde und worüber wir schon gesprochen haben. Zusammenfassend kann man sagen, dass in Bezug auf die Vorkehrungen für diese Unterabschnitte die Situation folgendermaßen aussehen würde. Ich denke, dass die Regierung entscheiden sollte, wie dieser Austritt aussieht und das Haus dann eine Erklärung vorgelegt bekommt. Wenn das Haus dann nicht zufrieden ist mit dem Vorschlag der Regierung, dann denke ich, wäre es immer noch möglich, dass wir dann diese Initiative auf den Weg bringen, die wir auch heute gesehen haben, um noch einen weiteren Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen, der die Regierung einschränkt und vielleicht die Regierung dazu zwingt,
zum Beispiel eine 2-jährige Verlängerung zu akzeptieren. So könnten wir vielleicht eine längere, umfassendere Debatte führen. Ich denke, das wäre aber eine sehr, sehr große Entscheidung, denn eine lange Verlängerung von vielleicht 2 Jahren bedeutet, dass wir 5 Jahre nach dem ersten Referendum gewartet hätten und dabei nichts, aber auch gar nichts erreicht hätten. Das ist ein großes Risiko. Und wir gehen dort das Risiko ein, die EU überhaupt nicht zu verlassen. Das Risiko mit der Forderung nach einem zweiten Referendum würde noch weiter wachsen. Deswegen denke ich, dass es wirklich eine wichtige Entscheidung ist, ob wir hier diesen Weg weitergehen wollen. Ein zweiter Gesetzesentwurf würde zu einer längeren, tieferen Debatte führen. Ich hoffe, dass Sie hier ein bisschen Geduld haben. Ich denke, dass die Entwürfe, die wir bisher gehört haben, gut waren. Ich möchte sie unterstützen. Diese Entwürfe für Gesetzesentwürfe, also vorlaufende Entwürfe, haben durchaus gute Punkte. Ich bin hier schon lange im Unterhaus und sehe große Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten für das Oberhaus, die noch weitere Änderungsanträge auf den Weg bringen können. Hier wird versucht, ein No-Deal-Szenario abzuwenden, wirklich unmöglich zu machen. Das ist ganz entscheidend für dieses Haus. Der Gesetzentwurf geht in Unterpunkt 2 auf das Datum der Entscheidung ein, über das Austrittsdatum. Das Datum ist derzeit offen. Heute wurde jetzt diskutiert, dass es fixe Daten geben sollte für die Schließung der Debatte durch die Premierministerin. Ich bin in einer ganz besonderen Situation heute. Ich möchte der Premierministerin die maximale Flexibilität geben, dass sie die Ziele erreichen kann, die dieses Haus zusammenbringt, wieder mit dem britischen Volk, und einen Deal zu erreichen, der das Volk zufriedenstellt und die Regierung und auch die Mitglieder der Opposition. Mein Wahlkreis hat sich für Leave entschieden, für das Verlassen der EU. Wir müssen hier jetzt ein Abkommen finden, und die Premierministerin braucht einfach Handlungsspielraum und Flexibilität. Das Haus war aber sehr deutlich, dass No Deal keine Option sein sollte. Das ist, was hier gerade aber versucht wird zu erreichen. Es wurde vorgeschlagen, am 30. Juni, den 30. Juni als neues Datum vorzuschlagen, oder den 22. Mai, oder der Änderungsantrag 6. Der die nordirische Versammlung auffordert, sich erstmal zu einigen. Das ist eine große Enttäuschung für mich. Die nordirische Versammlung tritt nicht zusammen, und deswegen ist dieser Vorschlag derzeit gar nicht möglich. Ich bin also wirklich in einer komischen Lage heute. Wir schränken hier die Möglichkeiten der Premierministerin ein, in diesem Haus zu einem Abkommen zu kommen. Ist es denn nicht so treffend, dass die Premierministerin den Oppositionsführer eingeladen hat, hier neue Verhandlungsgespräche zu beginnen, und die Abgeordneten, die gerade gesprochen haben, stellen das offensichtlich in Frage, dass aus diesem Prozess auch noch irgendetwas herauskommen könnte? Das muss ich fraglos anerkennen, was hier gerade vorgetragen wurde. Allerdings hat der Oppositionsführer sich ja tatsächlich heute mit der Premierministerin auf ihr Verlangen hin getroffen. Und das Gleiche gilt für Treffen mit anderen Abgeordneten, um bestimmte Positionen zum Thema Zollunion, Binnenmarkt und vielleicht zweites Referendum
mit der Premierministerin zu diskutieren. Und dennoch haben wir hier einen Gesetzesentwurf für das Thema No Deal. Und dabei soll ein zukünftiges Datum festgelegt werden, damit die Flexibilität jetzt auch mehr Zeit hat, um ihren Lauf zu nehmen. Wenn wir uns das näher anschauen, wir haben hier den 30. Juni und den 22. Mai. Die stehen zur Diskussion. Und bevor ich mich hier unterbrechen lasse, möchte ich noch Folgendes sagen. Ich verstehe, wir haben ein Problem. Das ist das, worüber eigentlich hier niemand reden möchte, nämlich die Europawahlen, die nun mal anstehen. Aber wir haben eben auch Nordirland mit im Boot. Wir haben eine Gesetzgebung verabschiedet. Und da müssen wir innerhalb kürzester Zeit möglicherweise Wahlen abhalten, um unseren eigenen Gesetzen Rechnung zu tragen. Die Premierministerin wird am 10. April zur EU gehen und mitteilen, was dieses Haus hier entschieden hat, wenn es denn eine Entscheidung geben sollte. Und da ist eben wieder die Frage, welches Datum kann hier festgelegt werden für maximale Flexibilität? Ich möchte jetzt zum Thema Flexibilität, die Sie offensichtlich wünschen, Folgendes sagen. Vielleicht ist es so, dass einige doch die Flexibilität nur deshalb wollen, um den Brexit insgesamt zu verhindern. Es geht doch hier nur darum, dass wir nicht wollen, dass die Premierministerin zu irgendetwas Ja sagt, was für dieses Parlament nicht akzeptabel ist, auch im Hinblick auf eine Einigung mit der EU. Das heißt, wenn die Premierministerin ein Datum verabredet, das das Parlament nicht gutheißen kann, das ist ja heute schon erwähnt worden, wie schwierig das ist. Sie kann ein Datum einfach aussuchen und wir als Parlament sagen vielleicht, nein, diese Situation soll doch verhindert werden. Ein ganz interessantes Argument. Ich denke, wir haben das alle noch frisch im Gedächtnis, aber mir geht es im Kern darum. Dieses Parlament hat in den letzten 3 Monaten, in den letzten 2, 3 Wochen ganz besonders deutlich gemacht, dass nicht einseitig akzeptiert werden wird, was die Premierministerin diesem Parlament hier vorlegt. Und es können nicht einfach durch die Exekutive einseitig Entscheidungen getroffen werden. Für meinen Wahlkreis in nördlichen Wales kann ich sagen, da gibt es etliche Unternehmen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, die sagen, wenn es keinen Deal gibt, dann kostet uns das Milliarden. Das können 10 Milliarden pro Tag sein zu Beginn. Wir haben hervorragende Standorte, die nicht mehr werden exportieren können, weil wir ohne Abkommen austreten. Die Preise werden nach oben gehen. Das sind doch alles nicht meine Wünsche oder meine Strategien, sondern das ist das Kabinett. Da haben wir eben ein anderes Thema gehört, den europäischen Haftbefehl. Auch da haben wir Probleme. Wie sieht es da aus mit dem Informationsaustausch, mit den Formalien? Wenn wir eben diesen No-Deal-Brexit haben, kein Abkommen über unseren Austritt, das gibt so viele Probleme. Auch gestern sind noch mal ganz deutlich die Details angesprochen worden, die unsere zukünftigen Sicherheitsfragen betreffen, unsere Beziehungen zu anderen Ländern. Ich lasse hier eine Unterbrechung zu. Herzlichen Dank dafür. Und der verehrte Kollege hat sehr zwingend argumentiert hinsichtlich der Besorgnis, die besteht bezüglich eines Brexits ohne Austrittsabkommen. Aber das Austrittsabkommen ist schon an sehr vielen verschiedenen Stellen erklärt worden und ist jetzt hermetisch abgeriegelt seitens der EU. Das hat man uns immer wieder gesagt. Es geht um die zukünftigen Beziehungen, Handelsbeziehungen, die politische Erklärung, die aber keinen bindenden Charakter haben muss. Das hat man uns alles x-mal erklärt. Und ich kann immer noch nicht verstehen, wenn Sie sich solche Sorgen machen über einen Austritt ohne Abkommen, warum Sie nicht einfach für das Abkommen stimmen und sich dann dafür einsetzen, was Ihrer Meinung nach in der politischen Erklärung stehen muss, die bisher ja noch keinen bindenden Charakter hat. Ich glaube, dieses Gespräch haben wir seit Wochen immer wieder geführt. Das Unterhaus hat dazu gesprochen und Ihre Premierministerin hat doch meinen Oppositionsführer, meinen Parteiführer eingeladen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Deswegen sieht es doch jetzt so aus, diesen Ablauf, diese Situation, in der wir jetzt sind. Ich unterbreche an dieser Stelle, weil ich auch jemand anders noch zu Wort kommen lassen möchte, aber ich möchte noch kurz zu Ende führen. Diese Situation, in der wir sind, läuft doch darauf hinaus, dass wir sicherstellen müssen, nächste Woche, egal welche Gespräche wir
einführen. Bringt das Datum, bringt den Tag, an dem die Premierministerin dieses Szenario festlegen wird. Und die Alternative ist eben dieser sogenannte Crash-Out, also kein Austritt, sondern ein Absturz. Ja, ich habe schon öfter gehört, dass Sie gerne Sicherheit hätten, dass Sie Klarheit hätten, dass Sie keinen Crash-Out wollen. Das ist wichtig für unsere Unternehmen, für unsere Wirtschaft. Aber wie sollen wir denn ein Abkommen finden, wenn wir noch nicht mal genau wissen, wie lange die Premierministerin hier alleine ein Abkommen festlegen kann? Was ist denn, wenn sie sich jetzt zum Beispiel auf eine 2-Jahres-Verlängerung einlässt und wir haben dann 2 Jahre lang diese Ungewissheit, die wir auch unseren Wahlkreisen gegenüber verantworten müssen? Ich glaube, wir müssen jetzt ganz einfach auf dieses Verfahren vertrauen. Die Premierministerin hat ein authentisches Angebot gemacht an unseren Oppositionsführer. Das hat uns tatsächlich auch überrascht. Aber lassen wir doch der Premierministerin jetzt zunächst mal die Chance, dieses Datum festzusetzen. Denn das ist hier ja ein ganz wichtiger Punkt, um den es doch geht. Sie haben zum Änderungsantrag 6 etwas ganz Interessantes gesagt. Es geht doch hier um den Respekt vor den Institutionen, aber mir scheint es eher, dass es Ihnen darum geht, diesen Entwurf so schnell wie möglich durchzubringen. Ich glaube, Sie wissen, dass in Wales die Institutionen natürlich auch unser Mitspracherecht sehr wichtig nehmen. Und das ist eine wichtige Situation für unser ganzes Land, aber auch für unsere Wahlkreise in Wales. Und da geht es nicht nur um einzelne Formalitäten. Ich denke, Sie alle wissen das, was auch vorhin schon von der Vorrednerin gesagt wurde und was ihr selber auch bewusst ist, dass es sich hier um eine Sicherheitslösung handelt, eine Art Blockierungsfunktion für den Fall, dass bestimmte andere Lösungen, die wir im Blick hatten, nicht zum Tragen kommen. Das Gleiche gilt auch für Nordirland. Und wir werden ja sehen, was morgen passiert. Aber es sind 12 Jahre jetzt, seitdem in Nordirland die Volksversammlung wieder eingerichtet wurde. Und ich bin gespannt, was daraus nun morgen wird. Ja, ich denke, da ist etwas ganz Wichtiges gesagt worden zum Thema der Vertretung Nordirlands. Seit dem 17. Januar haben wir hier keine weiteren Beiträge in der Form leisten können, dass sie so ernst genommen worden wären, dass jemand mal einsehen würde, dass wir hier bei einem Brexit ohne Abkommen für Nordirland eine katastrophale Situation heraufbeschwören. Wir stehen wirklich unter dieser Bedrohung. Und ich denke, Sie wissen auch, dass die Sinn Féin diese Situation eines No-Deal-Brexits nutzen wird für ihre eigenen Interessen und Zwecke. Ich finde, das ist eine Stimme der Vernunft, die wir hier zu vielen anderen Punkten noch nicht gehört haben. Aber ich möchte trotzdem noch einmal Folgendes sagen können. Das Thema europäischer Haftbefehl ist für uns von großer Wichtigkeit. Und das gilt natürlich auch, dass in Nordirland, in der Republik Irland, das ist ein wichtiger Punkt dieser europäische Haftbefehl, wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht irgendwie verabredet wird, da wir ohne ein Abkommen unseren EU-Austritt vollziehen, dann steht die Sicherheit Nordirlands viel mehr auf der Kippe. Der verehrte Abgeordnete hat gerade das Thema Haftbefehl angeschnitten. Ich möchte dazu Folgendes sagen. In meinem Wahlkreis Staffordshire gab es jemanden, der tatsächlich verurteilt wurde, und zwar des Mordes verurteilt nach einem solchen Haftbefehl auf europäischer Ebene. Er war verurteilt, obwohl er selber nicht anwesend war. Er wurde also in Abwesenheit verurteilt. Er lebte in Staffordshire und dann stellte sich heraus, dass er unschuldig war, weil er in England
arbeitete, während er angeblich in Italien einen Mord verübte. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen für schuldig befunden werden, obwohl sie unschuldig sind. Aber wenn jemand verurteilt wird und der Haftbefehl hinausgeht an ein EU-Mitgliedsland, dann geht es doch nur darum, die Justiz zu beschleunigen, sei es eine Verurteilung vor Gericht oder sei es eine Haftstrafe. Und wenn wir dieses Prozedere verändern, dann wird es doch einfach alles nur verlangsamen. Schauen Sie sich doch mal die Realitäten an. Schauen Sie sich doch mal an, was wir hier aus Nordirland hören. Nur ein einziges Wochenende. Es wird schwieriger, es wird bürokratischer, es wird gefährlicher. Wir haben Nordirland dann in eine sehr viel schwierige Situation gebracht als bisher. Und das gilt nicht nur für den europäischen Haftbefehl, aber dabei geht es eben um den Schutz der Menschen in meinem Wahlkreis, in unserem ganzen Land. Es geht darum, dass Menschen, die Straftaten verübt haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn wir ohne Abkommen austreten, darum geht es ja bei diesem Entwurf, dann wird das eben schwieriger. Ich habe meinen Teil dazu gesagt und ich hoffe, dass die verehrten Abgeordneten auf der anderen Seite des Hauses darüber nachdenken werden. Bei diesem Entwurf geht es um einen Schutz vor dem Brexit ohne Deal. Es geht um unsere Zukunft, es geht um die Landwirtschaft, es geht um den Transport, es geht um die Sicherheit, es geht um Strafverfolgung. Und alles, was die Premierministerin ansonsten dazu vorschlägt, wird schwieriger sein zu erreichen, wenn wir kein Abkommen haben. Und wir werden auch nicht so einfach eine bessere Einigung in diesem Parlament erzielen können. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf im Namen mehrerer, die sich große Sorgen machen um die Bedrohung, die uns erwartet. Und ich selber war auch ganz entsetzt, als ich die verschiedenen Vorträge gesehen habe, die hier schriftlich eingereicht wurden. Es geht ja wieder um eine Verlängerung. Das haben schon verschiedene hier im Haus angesprochen, das Thema erneute Verlängerung. Der Artikel 50 hat uns ganz klar den 29. März vorgegeben. Die Premierministerin hat gesagt, es war ihr klares Vorrecht, die Verhandlungen zu führen. Es war aber auch ihr Vorrecht, dabei ein neues Datum zu akzeptieren, das die EU ihr vorgegeben hat, und zwar nach einem Gespräch, an dem sie selbst gar nicht teilgenommen hat. Und dann hat sie dieses Datum, das sie selber gar nicht gewählt hatte, akzeptiert. Jetzt mache ich mir folgende Sorgen. Welches Datum auch immer dieses Haus für angemessen befindet, mag ein Datum sein, das, wie eben schon gesagt wurde, die Premierministerin möglicherweise gar nicht für angemessen hält. Und dann ist es absolut ihr Recht, ihr Vorrecht, wenn wir dieses Vorrecht nicht beschneiden können, ein ganz anderes Datum zu akzeptieren, das ihr vorgegeben wird, möglicherweise angeboten wird als das Einzige, was überhaupt zur Verfügung steht. Aus welchem Grund auch immer sie dann möglicherweise dieses Datum akzeptiert, aus welchen Gründen auch immer dieses Datum angeboten wird. Es steht der Premierministerin frei, ein ihr von der EU angebotenes Datum zu akzeptieren. Und das finde ich sehr besorgniserregend. Egal, mit welchen Argumenten hier heute über das Thema gesprochen wurde, es gibt auch immer wieder Gespräche mit der Premierministerin, aber eine Anweisung seitens des Parlaments bezüglich eines Datums muss sie doch in keiner Weise befolgen. Das ist zwar eine Katastrophe, aber das hat bisher hier ja auch niemanden aufgehalten. Das heißt, dieses ganze Gespräch über ein Datum heißt noch lange nicht, dass nachher eine Anweisung oder Empfehlung akzeptiert würde. Das heißt, wenn wir ein Datum festlegen, auch wenn wir das hier im Parlament ja noch gar nicht getan haben, aber wenn wir das dann tun, und sagen wir mal, wir wählen dieses Datum 2 Jahre in der Zukunft liegend. Dann, so würde ich vorschlagen, werden sich viele Gedanken darüber machen, ob das, was die Premierministerin oder irgendjemand anders verabredet, in so weit liegender Zukunft überhaupt irgend noch eine Rolle spielen kann. Wir haben eine ganze Reihe Abgeordnete hier im Unterhaus, die auf ein Datum hinarbeiten, das von der EU ja bereits akzeptiert wurde.
Wir haben auch schon das Datum Ende Juni hier als Vorschlag gehört, aber die EU hat auch immer wieder ganz klar gemacht, bis wohin sie sich mit einer Verlängerung noch gut fühlen würde, was sie noch akzeptieren könnte. Das heißt, wir müssen dann eventuell an den Europawahlen nochmal teilnehmen, wenn wir bis Ende Juni verlängern. Das ist natürlich der Unterschied zum 22. Mai. Das heißt, welches Datum außer diesem 22. Mai kann denn die Premierministerin noch akzeptieren, was sie dann nicht hier im Parlament noch mal absegnen lassen muss? Kein einziges. Deswegen ist es so wichtig, und wer vor mir gesprochen hat, hat das ja auch erwähnt. Wir haben teilweise auch die Gelegenheit vielleicht verpasst, aber wir sollten sie jetzt noch ergreifen, auch wenn mir dieses Prozedere hier gar nicht gefällt, aber ich versuche konstruktiv zu sein. Es ist einfach enorm wichtig, dass die Premierministerin von uns hier keinen Freibrief ausgestellt bekommt, um nach Brüssel zu reisen und dann stillschweigend die andere Wange hinzuhalten und dann das zu akzeptieren, was ihr an Daten geboten wird. Wenn ich den 22. Mai auswähle, dann kann sie bis dahin ja eigentlich alles akzeptieren. Alles, was darüber hinausgeht, kann die Premierministerin nicht einfach so akzeptieren, denn dann besteht ja die Gefahr, dass wir hier im Parlament dagegen stimmen. Das heißt, dann stehen wir wieder in ihrer Gunst. Wir diskutieren jetzt hier über Daten, wir diskutieren über Tage, wir empfinden diese Unsicherheit für unsere Unternehmen, für unsere Wirtschaft. Aber das geht ja wirklich über eine Posse weit hinaus, was hier abläuft. Wir haben überhaupt keine Klarheit. Ich schaue mir diesen Entwurf an und ich finde, er ist wirklich schlecht verfasst. Wenn man genauer hinschaut, gibt es so viele Mängel, so viele Stellen, die wirklich nicht ausreichend formuliert sind. Wir wollen den No-Deal-Brexit verhindern, aber ich sehe einfach keine Solidität dieses Entwurfs. Das Einzige, was hier passiert, ist, dass wir der Premierministerin nochmal bescheinigen, dass sie nicht die Möglichkeit hat, etwas zu akzeptieren, was über den Wunsch dieses Parlaments hinausgeht. Und ich hoffe, das wird mal ernst genommen und ernsthaft betrachtet. Wir versuchen ja, dieses Prozedere ernst zu nehmen, denn wir wollen ja parteiübergreifend einen Konsens finden. Mir würde es sehr viel wohler sein, wenn die Premierministerin nicht einen solchen Freibrief bekäme und ihr Vorrecht, wie es eben so schön gesagt wurde, einfach ausüben könnte. Wir haben dann letztendlich ja doch wieder nur die Beobachterrolle. Deswegen möchte ich Folgendes sagen: Überlegen Sie sich genau diesen Änderungsantrag nochmal sehr genau. Der ist ganz klein, der ändert nichts. Er kann vielleicht nur etwas verhindern. Ich weiß nicht, ob sich das hier alle so gut überlegt haben, aber das Einzige, was sich hier ändern kann, ist das Datum. Ja, meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt hier gerade nochmal unsere Übertragung aus dem Unterhaus. Das debattiert ja über einen Gesetzesvorschlag, den die Abgeordnete Yvette Cooper vorgelegt hat und die der Regierungschefin ein paar Fesseln anlegen sollte, was eben eine Verlängerung oder ein No-Deal-Brexit anbelangt. Ich möchte Thomas Gutschka von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung jetzt hier beim Phoenix-Studio begrüßen. Herr Gutschka, herzlich willkommen und guten Abend Ihnen wieder einmal, sage ich. Herr Gutschka, das heute ist jetzt ja wieder ein Abend mit einer ganz besonderen Note und einer ganz besonderen Farbe auch. Wir haben jetzt heute schon verschiedene Abstimmungen gesehen im Unterhaus. Im Moment dieser Antrag, der jetzt gerade in verschiedenen Ausschüssen auch und mit verschiedenen Änderungsanträgen beraten wird, der hat ein Ziel, die Premierministerin tatsächlich festzulegen. Wenn Sie noch mal erklären, was genau das ist, das wäre hilfreich. Ja, es geht darum, dass das Unterhaus der Premierministerin vorschreiben will, wann das Land aus der Europäischen Union ausscheidet. Es wird ja immer ein Datum festgelegt und das kann verschoben werden. Das sieht dieser Artikel 50 der Europäischen Verträge vor, der das ganze Verfahren beschreibt. Und das Unterhaus will heute Abend festlegen, dass es der Premierministerin zum einen vorschreibt, dass sie eine Verlängerung beantragt und zum zweiten, zu welchem Datum. Aber sie soll eine Verlängerung beantragen, sodass ein No-Deal-Szenario nicht möglich ist.
Ja, also das ist der Versuch, den Crash zu verhindern, indem man eben immer weiter das herausschiebt. Das Ganze hat natürlich einen Schönheitsfehler. Die Regierung selbst kann ja nur einen Antrag in Brüssel stellen. Und über den Antrag entscheiden dann die EU-Staaten. Die müssen das im Konsens tun. Und in der Tat muss dann die Premierministerin zustimmen. Es geht also nur im Konsens. Aber hier entsteht so ein bisschen, glaube ich, eine Illusion im Moment. Das Unterhaus ist sozusagen der Motor dieses Prozesses. Das ist aber nicht mehr der Fall. Seit dem Verstreichen des 29. März liegt die organisatorische Hoheit über das gesamte Verfahren in Brüssel. Das ist aber anscheinend in London noch nicht angekommen, wenn ich das richtig verstehe und wenn ich die Debatten auch dort richtig interpretiere. Ja. Oder? Ehrlich gesagt glaube ich, dass es bei Frau May inzwischen angekommen ist, denn die hat diese Erfahrung ja in der vorigen Woche gemacht. Die ist zum EU-Gipfel gefahren. Sie hatte eine bestimmte Vorstellung und dann musste sie den Raum verlassen. Und dann haben die Staats- und Regierungschefs sich eine ganz andere Lösung ausgedacht, nämlich die, die jetzt die Grundlage ist. Bis zum 12. April läuft das weiter. Und hätten sie bis Ende März das Austrittsabkommen im englischen Parlament, hätten sie dem zugestimmt, dann hätten sie Zeit bekommen bis zum 22. Mai. Das war nicht die Lösung, die Theresa May wollte. Und die hat man ihr dann aufgetischt. Und sie hatte eigentlich keine andere Wahl mehr. Sie musste dann sagen, ich nehme das oder wir fliegen raus. Und dann hat sie es genommen. Sind Sie sich sicher, dass sie es tatsächlich verstanden hat? Weil gestern Abend hat sie ja gesagt, nach dieser langen Kabinettssitzung, sie will jetzt mit Jeremy Corbyn reden. Das Gespräch hat ja inzwischen auch stattgefunden. Und dann will sie dann hat sie so schön gesagt, noch mal in Brüssel um einen kurzen Aufschub nachsuchen. Also im Grunde genommen ist es ja absurd, weil das Datum 12. April ist ja nicht umsonst gesetzt worden, sondern weil es zwingend notwendig ist, wegen der anstehenden europäischen Parlamentswahlen und die Briten uns teilnehmen müssten. Ja, also das stimmt, dass sie wieder nur einen kurzen Aufschub haben will, widerspricht der Logik der Entscheidung vom letzten Mal. Aber es ist natürlich so, sie kann sich alles Mögliche wünschen, aber das Prinzip, das Verfahren, und das muss man sich ja wirklich auch physisch so vorstellen, ist beim Europäischen Rat, da sitzen die 27 Staats- und Regierungschefs, die britische Premierministerin kommt rein, sagt, was sie gerne hätte, dann bittet man sie vor die Tür und dann berät man alleine weiter. Und so wird es auch beim nächsten Mal laufen. Okay, da ist es vielleicht auch mit dem kurzen Aufschub ein bisschen mehr für die eigenen inneren politischen Ohren gedacht. Wir wollen gleich weiterreden, denn das Interessante ist ja, was Brüssel dazu sagt. Und Brüssel ist in diesem Fall Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionschef. Der hat natürlich heute sich dazu geäußert, dass eben Theresa May noch einmal über einen Aufschub nachredet und hat noch mal ganz klar die Optionen genannt. Das, was in Westminster in den letzten Tagen geschehen ist, hat mich bestärkt in meiner Überzeugung, die eigentlich immer die gleiche geblieben ist, nämlich dass der beste Weg die Ratifizierung des Abkommens gewesen wäre. Und das ist ja prinzipiell ein Deal, das auch hier vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat unterstützt worden ist. Vor 10 Tagen hat der Europäische Rat die Verlängerung von Artikel 50 erörtert bis zum 22. Mai unter einer Bedingung, dass das Abkommen im britischen Unterhaus vor dem 29. März angenommen wird. Dies war bedauerlicherweise nicht der Fall. Ich verweise auf die Erklärung der britischen Premierministerin von gestern Abend. Sie geht davon aus, dass wir ein paar Tage mehr Zeit haben. Wenn das Vereinigte Königreich das Austrittsabkommen mit einer tragfähigen Mehrheit bis zum 12. April annehmen kann, sollte die Europäische Union in einem solchen Fall sich bereit erklären, einer Verlängerung bis zum 22. Mai zuzustimmen. Am 12. April jedoch haben wir es mit der Frist zu tun, bis wohin die Verlängerung überhaupt laufen kann. Der Rat müsste noch mal anders entscheiden. Ansonsten ist keine weitere Verlängerung über diesen 12. April hinaus möglich.
Nach dem 12. April laufen wir Gefahr, dass das gute Funktionieren der Europawahlen gefährdet wird und damit letztendlich auch das gute Funktionieren der Europäischen Union. Das Austrittsabkommen war stets ein Kompromiss. Ein Kompromiss, der ausgewogen war. Ein Kompromiss, der es beiden Seiten ermöglicht hat, das zu erreichen, was sie erreichen wollten, zumindest zum Teil. Und auf dem Wege über diesen Kompromiss hat die Europäische Union ja von Anfang an immer wieder an einer ausgewogenen Lösung gearbeitet. Dieser Kompromiss und diese Kompromissfähigkeit hat das europäische Projekt immer wieder vorangebracht. Und diese Kompromissbereitschaft brauchen wir auch jetzt. Ein großer Teil der Debatte im Unterhaus des Vereinigten Königreiches betraf die künftige Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Die Europäische Union ist bereit, die politische Erklärung mit einer Flexibilität auszustatten, um den Weg zu ebnen für eine enge Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Wir sind offen für eine ganze Reihe von Optionen. Diese reichen von einem Freihandelsabkommen bis hin zu Zollerleichterung, bis hin sogar zu einer Zollunion oder auch der Schaffung eines gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums. Diese Offenheit haben wir von Anfang an bekundet. Aber das hat in der politischen Erklärung auch seinen Niederschlag gefunden. Von Seiten der Europäischen Union sind wir bereit, Verhandlungen zu führen über die künftigen Beziehungen zwischen beiden Seiten, sobald das Abkommen unterzeichnet ist. Die Tinte braucht noch nicht mal trocken zu sein. Die Vorkehrungen auf der Ebene der Europäischen Kommission sind bereits getroffen worden. Unser Verhandlungsführer Michel Barnier und sein Team stehen bereit. Und ich hoffe auf die gleiche Bereitschaft auch auf Seiten des Vereinigten Königreiches. Ob dies möglich sein wird, wird vollständig vom Vereinigten Königreich abhängen. Der Europäische Rat hat die nötige Zeit und den nötigen Raum dem Vereinigten Königreich zugestanden, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Wenn am 12. April ein No-Deal-Austritt erfolgt, so ist dies ein Szenario, das im Moment immer wahrscheinlicher scheint, auch wenn ich mir das nie gewünscht habe. Aber wir werden uns darauf vorbereiten, dass die Europäische Union in der Lage ist, auch mit einem solchen Szenario umzugehen. Wir haben uns seit Dezember 2017 bereits darauf vorbereitet und wir haben immer gewusst, dass die Logik von Artikel 50 auch einen No-Deal-Austritt ermöglichen könnte. Und es geht darum natürlich, das Kräfteverhältnis im Unterhaus Großbritanniens auch zu respektieren. In der nächsten Woche im Europäischen Rat werden wir die britische Premierministerin Theresa May noch einmal hören. Sie wird uns darüber berichten, welche Absichten sie hat und welchen Weg sie weiter zu beschreiten gedenkt. Die Grundsätze, an denen ich mich bei meinen Maßnahmen orientiere, werden die gleichen bleiben. Wir von Seiten der Kommission in den Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament werden alles daran setzen, um bis zur letzten Minute einen Deal zu ermöglichen. Die Einzigen, die unter dem Schock eines No-Deals zu leiden haben werden, sind die Gegner der multilateralen Weltordnung. Und die gestärkt daraus hervorgehen werden, werden die Nationalisten und Populisten sein. Ja, also wir wollen auf jeden Fall einen geordneten Brexit, hat Jean-Claude Juncker noch einmal formuliert und auch noch einmal appelliert. Thomas Gutschka. Also, aber eigentlich hat er auch gesagt, die Briten müssen rechtzeitig, nämlich bis zum 10. April, müssen sie sagen, was Sache ist. Ja, und er hat das wirklich ein Ultimatum genannt. Es gibt keine weitere kurze Verlängerung. Das hat er definitiv ausgeschlossen. Das ist auch jetzt nicht nur die Meinungsäußerung des Kommissionspräsidenten. Wenn er sich so klar positioniert, hat er das mit den wichtigen Staats- und Regierungschefs natürlich abgesprochen. Er hat es ja auch begründet. Und die Begründung ist die Logik hinter diesem 12. April. Das ist der letzte Tag, an dem Großbritannien Europawahlen organisieren kann, ordnungsgemäß zum 23. Mai. Wenn dieser Tag verstreicht, dann können die Wahlen nicht regulär stattfinden. Und dann käme man, wenn man weiter kurzzeitig verlängert, vor das Problem, was macht man, wenn es dann wieder keine Lösung gibt und wieder eine britische Regierung sagt, wir möchten noch mal eine Woche oder noch mal einen Monat.
Zeit. Dann hätte die EU das Problem, es könnten keine regulären Wahlen stattgefunden haben. Es besteht dann die Möglichkeit, dass angezweifelt wird durch Klagen von Bürgern, dass die gesamte Europawahl ungültig ist. Es gibt zwar viele Rechtsmeinungen, die sagen, das hätte keine Chance. Der Europäische Gerichtshof würde dann sagen, man kann nicht den anderen Staaten anlasten, wenn ein Land keine Wahlen abhält. Aber wir hatten einen solchen Fall noch nicht und die EU will diesen Fall ausschließen, denn der würde ja bedeuten, dass das ganze Chaos in London im schlimmsten Fall zum Chaos von Brüssel und Straßburg wird. Ja. Überträgt. Das ist durchaus nachvollziehbar, dass Brüssel da irgendwie einen ganz klaren Weg gehen will. Aber auf der anderen Seite scheut ja auch Brüssel letztendlich zu sagen, so liebe Briten, das ist der Tag, welcher und sonst werfen wir euch raus, setzt euch den Stuhl vor die Tür. Also so ein bisschen dieses Schwarze-Peter-Spiel wird ein bisschen hin und her geschoben. Denn auch man hat den Eindruck aus London, die hätten das gerne, dass eben diese klare Ansage dann aus Brüssel kommt. Ja, manche hätten das gerne und die anderen würden es natürlich ganz schrecklich finden, je nachdem, wo man da steht. Klar, Juncker hat heute ganz klar gesagt, the EU will not kick out a member state. Also wir werden niemanden einfach so vor die Tür setzen. Wenn, dann ist das die Entscheidung dieses Mitgliedstaats. Ich finde, das ist eigentlich ein Kern europäischer Identität, dass man so verfährt. Es gibt noch einen Rettungsring für Frau May. Den hat Juncker heute überhaupt nicht erwähnt in der Rede. Aber das ist die einzige Option, die ihr noch bleibt. Das ist eine lange Verlängerung. Und die lange Verlängerung heißt dann sicher für mindestens 9 Monate, denn und die Teilnahme natürlich an der Europawahl, denn nach der Europawahl ist die EU, dann kreist sie mehrere Monate um sich. Sie muss dann das Parlament neu konstituieren, einen neuen Parlamentspräsidenten wählen, einen Kommissionspräsidenten. Die Kommissare müssen ernannt werden. Dann gibt es 2 Monate lang Anhörungen und am 1.11. tritt die neue Kommission ihr Amt an. Vorher kann man zwar technisch verhandeln, aber politisch nicht. Aber auch das ist ja nicht wünschenswert aus Sicht der EU, dass dann die Briten mitwählen, um dann Ende des Jahres doch rauszugehen, aber trotzdem noch die ganzen Verhandlungen auch mitbestimmen, ja auch über Etats und Posten mitbestimmen und halt man ein EU-Parlament hat, wo schon Leute drin sitzen werden, die auch dann den Stuhl räumen müssen oder auch nicht. Auch das ist ja wieder mal rechtliches Neuland. Das ist ein Riesenproblem, wenn Frau May sagt, ich möchte notgedrungen jetzt noch mal um 9 Monate verlängern. Ja. Aber ich will auf jeden Fall raus. Und es gibt gar keine Option in dem Verfahren, dass wir bleiben. Und die Option gäbe es ja nur über ein Referendum, bei dem die Leute dann auch sagen könnten, eine Option ist, wir bleiben. Alles bleibt so, wie es ist. Wir wollen überhaupt kein anderes Modell. Wenn diese Option von vornherein ausgestrichen wird, dann ist das für die EU sehr schwierig. Denn dann müsste man eigentlich sagen, okay, also dann müsst ihr euch verpflichten, dass ihr an bestimmten Entscheidungen euch gar nicht mehr beteiligt. Das ist auch sehr schwierig, denn rechtlich gibt es dafür keine Grundlage. Ja. Man ist Mitglied oder kein Mitglied. Und nicht Mitglied 32. Mitglied Klasse oder nicht. So. Ja. Also schwierig, schwierig. Wir reden darüber noch weiter. Wir gucken auch gleichzeitig immer mit einem Auge, was in London passiert, ob die Debatten dort im Unterhaus weitergehen. Es soll abgestimmt werden, das heißt gegen 23 Uhr. Und dann haben wir noch mal einen interessanten Punkt, dort drauf zu gucken. Aber wir wollen auch uns noch mal wiedersehen, meine Damen und Herren, so circa 22:05 Uhr, kurz vor der Phoenix-Runde. Und dann schauen wir, welche Entwicklungen es bis dahin gegeben hat. Jetzt erstmal wieder zurück nach London ins Unterhaus. Die Wahrheit sieht so aus. Das Unterhaus hat hier eine Ordnung, die Ordnung 72. Das Oberhaus hat auch eine Ordnung. Das ist doch gegen unser Gesetz, was hier passiert. Ich gebe damit das Wort wieder ab. Mein ehrenwerter Freund hat hier die Möglichkeit der Durchsetzung dieses Gesetzes in Frage gestellt. Wie könnte dieses Gesetz durchgebracht werden? Und ein juristischer Experte hat gesagt, dass das nur politisch vom Oberhaus durchs Oberhaus geschehen könnte. Es wäre lächerlich, wenn man hier die Justiz involvieren würde. Und wenn dieser Schritt gegangen würde, dann müsste das wieder zurück ans Unterhaus gehen. Nur so könnte das Gesetz durchgebracht werden. Das Haus wäre am Ende wieder am Zug.
Das ist doch Unsinn. Der Abgeordnete für Beaconsfield ist gerade reingekommen. Ich würde ihn gerne fragen, ob er das entworfen hat. Er hat die Passage über den Austritt damals am Anfang entworfen, diesen Abschnitt. Das war damals so schlecht, dass das nochmal überarbeitet werden musste. Hat er hier auch die Finger im Spiel gehabt? Ich muss meinem ehrenwerten Freund sagen, dass ich hier nicht im Spiel war. Ich denke aber, dass der Gesetzentwurf durchaus seinen Zweck erfüllt. Und es gibt auch Änderungsanträge hier, die die Regierung dann erfüllen müsste, gerade in puncto Austrittsdatum. Es geht hier um den Austrittsvertrag mit der EU und das Datum. Der Antrag kann frühestens am 12. April entschieden werden. Das heißt, die Premierministerin muss irgendwann eine Verlängerung beantragen. Allerdings muss sie nicht sofort eine Veränderung beantragen. Sie kann warten bis zum 12. April. Wenn vor 11 Uhr abends an diesem Tag entschlossen wird, eine Entscheidung getroffen wird, dann ist das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten. Ich denke, die Situation mit dem Europäischen Rat, der sich am 10. April treffen soll, war hier in dem Entwurf mit einbezogen. Ich habe früher schon gesagt, früher heute bei einem Antrag zur Geschäftsordnung, dass die EU hier eine Rolle spielt. Aber im Endeffekt werfen wir den Ball zurück in das Spielfeld des Europäischen Rats. Wenn hier jemand nicht schlau genug ist, ein Veto einzulegen, und ich denke, das werden einige tun. Den Einwand, den ich habe hier, bezieht sich vor allem auf den Bericht der Prüfung, den wir letztes Jahr schon vorgelegt haben, im März. Warum waren wir so besorgt? Weil der Europäische Rat, der hier in den Verhandlungen sehr viel Gewicht hat, die Richtlinien festgelegt hat. Die Regierung hat hier nachgegeben. Sie haben gefragt, was können wir noch durchkriegen, was dürfen wir, wo würdet ihr zustimmen? Das waren wirklich monströse Verhandlungen, die da geführt wurden. Die Wahrheit sieht aber so aus, indem wir uns selbst unterworfen haben, diesen Gesetzentwurf unterworfen in dem Entscheidungsprozess, dem Europäischen Rat unterworfen haben, haben wir unser Land gedemütigt. Und außerdem haben wir uns in eine unmögliche Situation des Austrittsabkommens manövriert. Das hat alles konkret mit dem zu tun, was wir hier besprechen. Es geht um die Regierung durch die EU und wie sie bestimmen, ob wir in der EU bleiben oder nicht. Unser Land hängt von den Entscheidungen des Ministerrats ab. Ich hoffe, dass jemand der Fraktionsspitze auf der anderen Seite des Hauses daran denken wird. Der Ministerrat wird Gesetze machen, die wahrscheinlich 4 Jahre Vorlauf haben und gelten werden. Und in der Zeit sind wir politisch kastriert in Bezug auf alles, was die europäischen Verträge anbelangt. Sie werden totale Macht über uns haben, über unsere Gesetze. Und wir werden unfähig sein, ein einziges Gesetz auch nur durchzubringen.
Unsere Gerichte werden nicht in der Lage sein, unsere Wähler, unsere Steuerzahler zu verteidigen vor irgendeiner Entscheidung, die dort getroffen wird. Wir werden komplett von ihnen abhängen. Ich habe bereits gesagt, dass es möglich ist, dass diese Übergangsphase 90 Milliarden Pfund kosten würde. Aber das weiß ich nicht, weil wir wissen nicht, zu welchem Datum das stattfinden wird. Aber was ich sicher weiß, ist, dass komplette Neutralität und Neutralisierung dieses Hauses durch im Übergangsprozess passieren wird. Ich sehe, dass hier jemand den Kopf schüttelt. Aber Sie können gerne mal etwas dazu sagen. Ich würde Sie gerne fragen, was Sie dazu denken, ob Sie eine Lösung haben. Wer wird dieses Land denn in der Übergangsphase regieren? Denn es wird nicht dieses Parlament sein. Es wird nicht diese Regierung sein. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich würde gerne meine Sorgen teilen. Dieses Haus scheint zu denken, dass es einfach ein Datum für diesen Entwurf vorschlagen können. Die Premierministerin wird dann dieses Datum durchbringen. Wir müssen aber wahrscheinlich einfach nehmen, was man uns anbietet. Vielleicht wird uns auch gar nichts angeboten. Die Idee dieses Entwurfs scheint für mich zu sein, dass wir annehmen, dass die Europäer gar nicht darauf eingehen, was wir wollen. Die EU und alles, was damit zu tun hat, ist demütigend für uns. Wir sollten das nicht sagen, aber es ist die Wahrheit. Wir haben Europa zweimal in den letzten 100 Jahren gerettet und jetzt sind wir diejenigen, die betteln. Jetzt unterwerfen wir uns den Entscheidungen, die von 27 Mitgliedstaaten getroffen werden. Vielleicht würde mein Kollege, der sich da drüben regt, etwas sagen. Nein, das will er nicht, weil er nicht versteht, worüber ich spreche, weil er nicht die Kompetenz hat, um hier zu sprechen. Wenn er nicht versteht, was ich sage und nicht seinen Wählern sagen kann, dass es hier um Gesetze geht und um Gesetzesgebung dieses Landes für einen wirklich nicht vernachlässigbaren Zeitraum, dann ist er nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Und es gibt ja auch kein Veto für dieses Abkommen. Wir sind ihm komplett unterworfen. Wir hängen davon komplett ab. Die offizielle Opposition wählt dagegen. Vielleicht wissen Sie um die Gefahr. Es ist sehr gefährlich für viele Arbeitnehmer, für unsere Gewerkschaften, wie wir schon gesehen haben. Das betrifft auch die Häfen. Die Gewerkschaften in allen Häfen haben sich gegen die Wahl gestellt. Und das wird weiter so gehen. Das wird der Ministerrat auch in den nächsten Jahren so fortführen. Was soll die Premierministerin nun tun? Was wird sie tun? Basierend darauf, dass es so aussieht, als ob das schon zum Vorschlag gebracht wurde. Nun, wir können nicht vor dem 12. April abstimmen. Deswegen müssen wir uns fragen, was wird sie tun, unsere Premierministerin, und worauf wird die EU bestehen? Das ist aber nicht, was hier in diesem Gesetzesentwurf steht, was sie tun muss. Ich weiß nicht, wie die Premierministerin handeln soll, ohne Zustimmung des Parlaments. Der Gesetzesentwurf spricht nur darüber, dass die Premierministerin eine Verlängerung erwirken soll. Es geht nicht darum, dass die EU dem erst zustimmen muss und höflicherweise ein Datum vorschlagen muss. Meiner Meinung nach ist dieser Gesetzentwurf wirklich einfach Unsinn. Das ist Müll. Es würde mich faszinieren zu sehen, was die Regierung hier tun will. Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, das war bei Alice im Wunderland, wo man von Möglichkeiten und unmöglichen Dingen gesprochen hat und sie will 6 unmögliche Dinge jeden Tag vor dem Frühstück schon. So kommt mir das hier auch vor. Es geht hier um das Austrittsdatum und unsere nationalen Gesetze. Das Austrittsdatum ist ein
gesetzliches Instrument. Und das ist der 12. April. Es sei denn, das Unterhaus stimmt dem Austrittsabkommen zu. Das wird aber vielleicht nicht der Fall sein. Das Austrittsdatum muss laut unseren Gesetzen der 12. April sein. Aber der Gesetzentwurf geht nicht darauf ein, ob das geändert werden soll. In Abschnitt 2 und 3, 22, 2 und 4 steht, dass ein Minister nicht vorschlagen kann, das Änderungsdatum einfach zu ändern, wenn noch nicht mit der EU ein Austrittsdatum vereinbart wurde. Also es sei denn, wir haben das alles bis zum 11. April in trockene Tücher gebracht, und das halte ich für unwahrscheinlich. Wie sollen wir dann das Gesetz hier, das nationale Gesetz, verändern? Ich möchte gerne demjenigen das Wort übergeben, der diesen ganzen Müll fabriziert hat. Ich möchte darauf gerne eingehen. Ich stimme überhaupt nicht mit dem überein, was Sie gesagt haben, aber ich möchte vor allem auf einen Punkt eingehen. Wenn Sie sich den Entwurf anschauen, den Änderungsantrag, dann sieht man, dass die Regierung Abschnitt 13 ganz wichtig fand. Das finden viele von uns wichtig. Und es geht hier um die Akzeptanz auch. Wir müssen das akzeptieren. Es geht hier um eine negative Entscheidung oder eine positive, affirmative Entscheidung bezüglich der als gesetzliches Instrument. Das könnte dann natürlich weiterer Teil sein von einem negativen Verfahren. Wir wären aber vollständig verrückt, wenn wir nicht das Austrittsdatum mit internationalem Recht abgleichen würden. Leider muss ich hier noch kurz weitersprechen. Ich wollte das nur unterstreichen, denn es gab eine Debatte um all das. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der hier vorgebracht wurde. Ich glaube, der verehrte Kollege hat große Schwierigkeiten jedes Mal, wenn er aufsteht und versucht, diesen Antrag hier auszulegen und zu interpretieren, wird dabei ja berücksichtigt, wie die Rechtsprechung sich dazu stellen wird, wenn das hier tatsächlich irgendwann einmal Gesetz wird. Alle Minister und Staatssekretäre sollten wissen, und das wissen Sie ganz sicherlich auch, verehrter Kollege, dass es in der Tatsache doch so aussieht. Sie legen hier Gewicht auf eine Sache, aus der möglicherweise ein Auslegungsinstrument wird, was dann auch gegen Sie gerichtet werden kann. Deswegen wäre ich an der Stelle doch sehr vorsichtig, denn Sie bringen sich selber in Teufelsküche, je mehr Sie darüber reden. So, damit erstmal genug zum Thema des Absatzes 4. Wir haben ja schon über Absatz 1.1 gesprochen, 1.2, vielleicht mögliche Veränderungen in Übereinstimmung mit Absatz 1.3. Da geht es dann wieder um das Datum, und dann gibt es natürlich weitere Änderungsanträge bezüglich der Verfahrensregeln. Ich komme jetzt nochmal zum Absatz 5. Darin steht, und das hier möchte ich gerne zum Protokoll genommen wissen, zum Absatz 5 haben Sie sicherlich eine Menge zu sagen, und das Haus muss dem auch zuhören, aber vielleicht könnten Sie das ein wenig beschleunigen und etwas zügiger zur Sache kommen, denn wir haben nicht mehr so unglaublich viel Zeit, und ich denke, auch Sie würden doch sicherlich gerne hören, was der Herr Minister und andere noch zum Thema zu sagen zu haben. Sie sprechen von Zeit. Das ist ja vorhin schon einmal angesprochen worden. Die Zeit für die dritte Lesung. Können Sie zu diesem Zeitpunkt schon sagen, wann die dritte Lesung stattfinden soll und ob es Änderungsanträge geben wird während der Debatte? Nein.
Das ist nicht meine Aufgabe als Vorsitzende, sondern es ist Aufgabe des Unterhauses. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Im Moment würde ich sagen, es wird keine dritte Lesung geben, weil die Ausschusssitzung wahrscheinlich die sämtliche Zeit, die verfügbar ist, auch aufbrauchen wird. Und es gibt ja immer noch Wortbeiträge. Wenn Sie sich dabei kurz fassen, können wir eine dritte Lesung haben. Wenn nicht, haben wir dafür keine Zeit. Ja, meine Damen und Herren, wir erleben hier das britische Unterhaus, das versucht, ein Gesetz sehr schnell, nämlich innerhalb von einem Abend, durchzuverabschieden. Das ist ein bisschen kompliziert. Thomas Gutschka von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist hier und kann noch mal kurz erklären, was genau da jetzt sich das Unterhaus vorgenommen hat. Ja, es ist ein ganz ungewöhnliches Verfahren, ein Gesetz an einem einzelnen Abend zu verabschieden. Es ist aber möglich, auch wenn es eben nicht üblich ist, besteht jedenfalls rechtlich die Möglichkeit dazu. Das funktioniert so. Erste Lesung, das Gesetz wird eingebracht. Das ist gestern geschehen. Dafür muss es einfach nur ausgefertigt werden, in den Akten des Unterhauses erscheinen. Heute zweite Lesung, das war bis 8. Da war die erste Debatte. Jetzt hat sich das Unterhaus, so sagt man das, als ein Ausschuss konstituiert. Deswegen sehen wir im Moment John Bercow, den berühmten Speaker, nicht. Der hat jetzt mal ausnahmsweise Pause. Er kommt aber gleich wieder. Und eben, als wir rausgegangen sind, haben die Abgeordneten gerade darüber diskutiert, wie sie die verbleibende Stunde noch aufteilen. Sie könnten eine dritte Lesung halten, sprich eine dritte Debatte mit Speaker. Sie können jetzt auch so weitermachen, aber klar ist, um 23 Uhr soll abgestimmt werden. Und wenn es dann durchgeht, wäre es zum allerersten Mal in der britischen Geschichte, dass das, jedenfalls modernen Geschichte, dass das Unterhaus ein Gesetz gegen den Willen der Regierung verabschiedet hat. Und das ist ein Gesetz, was die Regierung festlegt in Sachen Brexit, dass es nämlich um eine Verlängerung nachsuchen soll und nicht den Brexit sozusagen als No-Deal-Brexit einfach über die Bühne gehen lässt. Ja, genau. Also diese Option wäre dann futsch. Das Unterhaus könnte immer der Premierministerin auftragen, um Verlängerung zu bitten, sogar um wie viel Zeit Verlängerung sie bitten soll. Was das Unterhaus nicht in der Hand hat, so wenig wie die Premierministerin ist, was die Europäische Union darauf antwortet. Das ist eine andere Perspektive. Wir bleiben jetzt mal kurz in London, denn es gab heute noch eine interessante Abstimmung im Unterhaus. Das Unterhaus hat sich ja dieses Recht erkämpft, eben tatsächlich die Initiative, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Und heute gab es eine Abstimmung darüber, dass es weitere Probeabstimmungen geben soll, also diese Indicative Votes, sie sollten am Montag wieder sein. Und wir waren sehr überrascht, dass das negativ ausgegangen ist. Also das Recht ist jetzt wieder flöten gegangen, um es salopp zu formulieren. Wieso ist das plötzlich ganz anders gelaufen? Ja, es ist eine sehr interessante Entwicklung. Es war vorhin ja sogar ein Gleichstand der Stimmen und deswegen gab es keine Mehrheit. Es haben heute Abend 13 Konservative gegen den Kurs ihrer Regierung gestimmt. Und beim letzten Mal waren es 33, da haben also 20 sich umentschieden. Warum haben sie das getan? Gestern Abend hat Theresa May angekündigt, dass die selbst sich das so vorstellt. Sie verhandelt jetzt mit Jeremy Corbyn und guckt, ob sie einen gemeinsamen Weg finden. Wenn sie den nicht finden, lautet der Plan B, dass die Regierung selbst mehrere Optionen zur Abstimmung vorlegt dem Unterhaus. Und zwar dann nicht als Probeabstimmung, sondern sie würde sich an das Ergebnis binden, das Ergebnis zur Grundlage ihrer Politik machen. Und das ist auch neu. Ja. Das ist neu. Man müsste sich dann natürlich noch überlegen, nach welchem Verfahren. Man kann ja auch, es gibt verschiedene Verfahren. Es könnte auch eines sein, wo man mit mehreren Optionen stimmen kann. Das müsste man alles noch debattieren. Aber damit haben die Abgeordneten eigentlich eine Garantie bekommen, wenn es keine Lösung gibt zwischen Labour und den Konservativen, kriegen sie auf jeden Fall den Ball zurückgespielt. Und deswegen war jetzt heute eben diese Probeabstimmung des Parlaments sind dann eben negativ ausgegangen. Thomas Gutschka, wir schauen gespannt darauf. Um 23 Uhr sind die Abstimmungen angesetzt. Dann wird der Speaker wieder auftauchen. Dann sind wir auch wieder miteinander im Gespräch. Ich gebe jetzt erst einmal live nach Berlin, denn dort ist die Phoenix-Runde mit Alfred Scheer und die diskutiert auch über den Brexit. Guten Abend aus Berlin. Wir nutzen die Phase, in der es im britischen Parlament nun nicht ganz so dramatisch zugeht, um zu diskutieren, was heute und in den letzten Tagen rund um den Brexit geschehen ist. Und sobald sich im Parlament etwas Wichtiges tut, schalten wir natürlich sofort wieder live nach
London. Die Schlussabstimmung zum Antrag Cooper erwarten wir, wie gesagt, gegen 23 Uhr. Ja, es hat sich ja einiges getan in den letzten Stunden. Die Zustimmung zum Cooper-Plan und wohl noch